Super. So, wir halten das einmal sehr einfach. Das ist die Problematik, wo das Leben dich jetzt volle Breitseite erwischt. Ja. Das ist alles ein verdammter Test. Du weißt, wir machen hier kein esoterisches Geschwätz, wir machen hier kein religiöses Geschwätz und schon gar kein irgendein naturwissenschaftliches Geschwätz. Es ist einfach, wenn ich in dir auftauche, als wer auch immer, bist du ein Auserwählter. Ich erzähle es ja nur den Geist, der uns drei jetzt ausdenkt. Solange wir innerhalb diesen drei jetzt bleiben. Wir können nicht sagen, öffnen, wir veröffentlichen das Video und dann geht schon wieder los, was denken dann die Leute von mir. Die große Problematik, dann hast du nichts verstanden, da außen sind keine Leute, die sind jetzt Gedanken. Ich erkläre das lang und breit. Du musst dich zuerst einmal darauf konzentrieren, dass alles, was ich jetzt erkläre, was ich prinzipiell in den Ohrenbarungen und in den Selbstgesprächen als Brösel-Udo, als Bitzelmännchen erkläre, oder eventuell in einem Vortrag als sinnlich wahrgenommener Mensch, Trockennasenaffe, ich erkläre es nur den, der mich ausdenkt. Egal, ob du mich jetzt als Bitzelmännchen ausdenkst oder als sinnlich wahrgenommenen Udo auf deiner VR-Brille, mir geht es um den Geist, der träumt. Du träumst jetzt. Du Geist, egal wer du jetzt zu sein glaubst in deinem Traum, du träumst jetzt. Das ist jetzt erst einmal eine Behauptung und es ist so leicht, das als hundertprozentige Gewissheit zu erkennen. Und da wehrt sich irgendwas in dir drin und das ist dein Ego. Ja. Und das sind Sätze, die ich gebetsmühlenhaft wiederhole. Ich erkläre dir zuerst das, was du bist. Das ist zuerst einmal ein Geist, der mit ständig wechselnden Informationen konfrontiert wird. Diese Aussage muss auch jeder Materialist mit materialistischem Wertesystem und Interpretationssystem akzeptieren. Du, Geist, kannst nur etwas wahrnehmen, wenn das, was du wahrnimmst, als Information in dir vorliegt. Egal um was es geht auch, egal ob es jetzt ein selbstgedachter Gedanke ist oder ob es eine sinnlich wahrgenommene Information ist. Und dieser ständige Wechsel von Informationen im Hier und Jetzt verändert nicht das Geringste an dir selbst. Das symbolisiere ich mit den 200 Gramm rote Niede. Geh bitte meine Gedankengänge mit. Du denkst dir jetzt. Und jetzt tun wir mal gewisse Sachen, die jetzt da sind, hervorheben. Ich sage jetzt erst einmal in Bezug auf Personen, du denkst jetzt erst einmal, wenn du das Video anschaust, diese drei Pixelmännchen aus. Und dich selbst. Der natürlich nur existiert, du existierst als Trockennasenaffe nur, wenn du an deinen Körper denkst. Ja. Das ist hundertprozentig sicher, was dir klar werden muss, dass für dich im Moment immer nur das existiert, was du jetzt als Geist bewusst anfokussierst. Alles andere ist nicht existierend. Jetzt könnte ich wieder sagen, schnipp und jetzt schaust du auf die Tastatur. Schau die Tastatur an. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst, das ist schon sehr interessant, weil der, der du jetzt zu sein glaubst, bestimmst, welche Tastatur in dir auftaucht. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du bist der Udo, den du dir ausdenkst, das Pixelmännchen, der sieht eine andere Tastatur wie die Sandra oder der, der du öffentlich bist, der du dir jetzt das Video anschaust. Das setzt natürlich voraus, dass sich das Video irgendeiner anschaut. Aber jetzt haben wir schon wieder das Problem mit der Aufnahme. Es wird aufgenommen, es wird dann ins Internet gestellt. Das sind alles logische Konstrukte. Wo kommt das Video her? Das passiert doch jetzt. Das heißt, was du Geist erlebst, ist immer ein ständiger Wechsel eines ewigen Hier und Jetzt. Ich weiß, dass das ein Prozess ist, solange du in einer vollkommenen in dem Wahn lebst, dich mit einem Körper zu verwechseln. Das ist der Bruch übrigens des ersten Gebotes. Ja. Ich kann das nur tausende Male sagen, ja. Du bist Geist. Nur Geist ist in der Lage, was wahrzunehmen. Dir muss irgendwann einmal klar sein, den tiefen Glauben, den du in dir trägst, dass du ein Trockennasen auf dem Körper bist und dein Gehirn das alles wahrnimmt. Vergiss es, dein Gehirn existiert nicht, wenn du nicht an dein Gehirn denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Und wenn du an eine Erdkugel denkst, die jetzt übrigens die ganze Zeit nicht existiert hat, als hundertprozentig sicher anzusehen, dass du dich auf einer Erdkugel befindest, die sich um die Sonne herumdreht, ist eine vollkommene Selbstentgeistigung. Hätte man dir was anderes in Elternhaus und Schule erzählt und ich rede jetzt wieder in deiner Logik zu dir, dann würdest du das andere glauben. Ja. Und deine Geschichte ist voller Beispiele. Und ich komme jetzt gleich zu deinem ganz persönlichen Sandra-Problem.
Das Ganze läuft parallel mit Corona. Ja. Das spreche ich jetzt nochmal, das muss irgendwann einmal durch sein. Dieser kollektive Wahnsinn, den ich dir zurzeit träumen lasse. Egal, ob du jetzt glaubst, du bist ein Deutscher oder du bist ein Schweizer oder du bist ein Österreicher. Es ist um dich herum Sodom und Gomorra und ich werde das vernichten, ob du willst oder nicht. Ich biete dir bloß an, dass du das vorher verlässt. Wenn du das nicht verlässt, wird dir nichts passieren. Ich habe das immer wieder gesagt. Ich unterhalte mich bloß mit einem Geist und du musst erst einmal wissen, was du bist. Ich unterhalte mich nicht mit Gehirnen und schon gar nicht mit irgendwelchen Trockennasenaffen. Dein Problem ist, dass du dich bei eigener geistlos nachgeäffter Definition als ein sterbliches Säugetier siehst und darum taucht auch ein sterbliches Säugetier in dir auf, ein Trockennasenaffenkörper, wenn du an deinen Körper denkst. Aber was du irgendwann mal erkennen solltest, dass du Geist auch dann mit ständig wechselnden Informationen konfrontiert wirst, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Du bist dann immer noch da, im Meer noch da. Du schaust nur deine Gedankenwellen an. Das ist hundertprozentig sicher. Und du wirst jetzt feststellen, dass deine Elite um dich herum, von denen du Rat holst, ob das Ärzte sind, Physiker sind, egal was es ist, ein alter Satz, Sandra, du studierst Offenbarungen. Wie willst du irgendeine Hilfe zum Beispiel von einem Arzt erwarten, von einem Menschen, der nicht einmal einen Unterschied zwischen einem Menschen und einem menschlichen Körper macht? Für einen normalen Arzt, den du dir ausdenkst, wenn die von Menschen reden, reden die von Trockennasen auf dem Körper. Ja. Und ich kann immer wieder nur sagen, es ist hundertprozentig sicher, dass das, was du Mensch nennst, ist eine Lebensgeschichte vom Säugling bis zum Greis in einer ständigen Veränderung. Meine einfache Metapher ist, es ist wie wenn du Geist jetzt ein Buch liest, einen Lebensroman, deine eigene Lebensgeschichte liest und du fängst halt auf der Seite 1 an, da ist ja noch nichts da, das ist jetzt eine grobe Metapher und dann wirst du dich irgendwann als ein kleines Kind erleben, als ein Schulkind erleben, als ein Säugling erleben, der Leser, je nachdem, die Seiten entsprechen den Lebensjahren. Das ist eine ganz kindgerechte Metapher, die auf tausenden von Selbstgesprächen drauf ist. Ja. Du bist immer derselbe Geist. Egal, ob du dich jetzt als 10-Jährigen, als 20-Jährigen, als 30-Jährigen ausdenkst. Die Schwierigkeit ist, wenn du jetzt an dich denkst, und dir sollte klar sein, du kannst immer nur jetzt an was denken, wird eben dann dementsprechend der 6-Jährige, 12-Jährige oder sonst was in dir auftauchen. Das hängt davon ab, wie viel hast du von dem Leben schon durchschaut. Aber was mir jetzt wichtig ist, du solltest irgendwann einmal die unendliche Sinnlosigkeit erkennen, einen Gedanken von dir am Leben erhalten zu wollen. Gleichgültig, welchen Gedanken du jetzt denkst. Ob du jetzt an den aktuellen Körper denkst, du kannst dich jetzt ja auch als 10-Jährige oder 14-Jährige denken. Da kommt aber die Logik, du sagst, du denkst die jetzt, durch dieses Denken erschaffst du diese 40-jährige Sandra in dir, 14-jährige Sandra in dir und du sagst, das war ich einmal. Ja. Wie du das warst, hast du auch jetzt an den Körper gedacht. Weil jeder Moment, der in dir auftaucht, hier und jetzt in dir auftaucht, egal wo du dir den räumlich oder zeitlich hindenkst. Und jetzt wiederhole ich zum 100. Mal nochmal. Ein bewusster Denker ist Gott für das, was er sich ausdenkt. Wir machen einmal dieses verbrämte Wort Gott weg und wir nennen das einfach der Schöpfer. Da steckt zum Schöpfen schon mal was mit drin. Und jetzt habe ich diese Computer-Metapher, dass ich sage, du bist wie ein Computer. Und wenn du ein träumender Geist bist, jetzt dein Symbol, was du dir auch immer unter einem träumenden Geist vorstellst, musst du wissen, dass jeder Moment dieser ständige Wechsel in deinem Kopfkino kommt aus dir selber. Das heißt, wenn du träumst und du weißt nicht, dass du träumst und du gehst an den Computer hin im Traum und gehst ins Internet, dass all diese Internetseiten aus dir selbst kommen. Und dieses absolut Innerste, wo das ganze Wissen ist, alles Wissen, alles, was jemals war und was noch passieren wird, das kann ich jetzt Internet nennen, symbolisch oder ich nenne es Gott. So, und du kannst diesen Verwandlungsprozess nicht aufhalten. Du wirst in dem Leben, das du durchlebst, gedachterweise vom Säugling bis zum Greis, bis zum Greis dich weiterentwickeln. Und die Schwierigkeit da ist nicht Schluss. Jetzt habe ich ja das schon in den Selbstgesprächen so oft mit diesen 3x3x3 Wachstumsstufen, wo ich ein wenig genauer gehe, wo du die oberen ja noch gar nicht kennst. Aber was mir jetzt wichtig ist, und darum hast du jetzt auch das Corona, du musst keine Angst haben. Ich werde niemals zulassen, dass dir was passiert, aber ich rede jetzt mit dem Geist, ja, mit dem Geist, der sich jetzt den Udo ausdenkt und sich selbst ausdenkt.
Das nützt dir nichts. Du weißt jetzt in deiner Problematik von vornherein, das ist nicht nur bei, ich mache jetzt mal, ich nenne einfach einen Namen, das ist ein Selbstgespräch drin hier mit so einem kleinen Mönch. Meine Bianca, die hat hochgradig Krebs. Die ist jetzt übrigens gleich parallel, die hat jetzt wieder einen totalen Rückfall. Die ist durch dieses Schema mit Chemo gegangen. Die war eine der ersten, und jetzt rede ich eine chronologische Geschichte, und das ist nicht vorwerfend, wenn ich sage nochmal, ich verfüge über das Bewusstsein, dass nichts und niemand, den ich mir jetzt ausdenke, den ich erschaffe, vorwerfe, dass er so ist, wie er ist. Und ich behaupte, dass ich du bin. Hast du schon dieses Bewusstsein? Um das ganz einfach zu machen, das ist wie wenn du jetzt dir vorstellst, in deiner Logik, ich kann ja nur in deiner Logik mit dir kommunizieren. Das ist wie mit Sprachen. Wenn du nur Chinesisch sprichst, kann man nur in Chinesisch kommunizieren. Und wenn du Türkisch sprichst, kann man nur in Türkisch kommunizieren, wenn du keine andere Sprache kennst. Und das ist natürlich dann sehr eingeschränkt. Ich mache mal das Beispiel mit Computersprachen. Es ist also definitiv so, dass diese kleinen Metaphern, du musst die immer wieder wiederholen, bis das Leben dir praktisch mehr oder weniger dann wirklich einen Test bringt. Das ist jetzt wie bei dir mit dem Geschwür, mit dem Krebs. Und dann kommen wieder die Berater, die sagen, du musst unbedingt deine Chemo machen. Ich werde dir als Udo, wenn ich in dir auftauche, niemals erklären, was du tun sollst oder nicht tun sollst. Ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Und in dem Moment, wo du verstanden hast, was du bist, das ist das Allerwichtigste, was du selbst bist. Hast du vor nichts und niemandem mehr Angst? Und solange du noch vor irgendjemandem Angst hast oder Angst hast, was zu verlieren, dein Kinderkörper muss sich vollkommen auflösen, dass du ein Erwachsener wirst. Meine, diese Wachstumsstufen. Und du kannst immer nur von oben nach unten sehen, aber nie von unten nach oben. Du kannst einen Sechsjährigen, ich habe das tausendmal durchgekaut. Ich sage es nochmal, wenn du sechs bist und in die Schule kommst und du denkst jetzt ein Geschwisterchen aus, dann denkst du dir, ist der noch doof, der macht ja noch in die Windeln. Ich lern ja schon lesen und schreiben. Wenn du 14 bist, 15 in die Disco gehst und du erinnerst dich, dann denkst dann an einen Sechsjährigen. Wie blöd ist der? Der kann ja noch nicht mal lesen und schreiben. Du kannst von oben nach unten sehen, aber nie von unten nach oben. An was denkst du, wenn du an eine 14-Jährige denkst? Die ist doch voll blöd. Verstehst du, ein Kind, das ist ein Prinzip, das kannst du auch verstehen, wenn du 14 bist. Dass die Wahrheiten von heute die Dummheiten sind, wo die Menschen morgen drüber lachen. Und du kannst junge Menschen, jetzt bleiben wir ganz normal bei der Trockennasenaufnahme, du kannst an einer 14-Jährigen, wenn du jetzt meinetwegen Elternteil bist, egal, du bist der Geist, du spielst die Rolle eines Mannes oder eines Fraus, da gibt es bei Holophilien keinen Unterschied. Der ganze Genderwahn, das oder das sein zu wollen, du bist keins von beiden. Ich könnte jetzt sagen, du bist der Kegel oder du bist eine Welle. Die Frage, ob du ein Berg oder ein Tal bist oder ob du ein Kreis oder ein Dreieck bist, ist einfach nur dumm und geistlos. Das ist das, was dir die Menschheit um dich herum erzählt. Ich würde dir dann jetzt dein Problem etwas entgegenkommen mit Corona. Wir ändern nochmal die Ausgangsbasis und dann wirst du feststellen, wie unendlich geistlos diese Menschen sind. Die sind es nicht wert, dass sie die Welt bescheißen, die sie sich ausdenken. Ich drücke das extra so hart aus. Das ist eine Erkenntnis, die du selber erkennen müsstest. Mit Menschlichkeit hast das, was die Menschen machen, überhaupt nichts zu tun. Das ist unendlich verlogen. Deine Medizin ist eine Fabrik, wo Geld verdient wird. Es geht um Gewinnmaximierung. Deine Professoren, alle durch die Bank lügen, wenn sie den Mund aufmachen. Aber unbewusst, weil es Gedanken sind, kann ein Gedanke, den du dir denkst, lügen? Nochmal, du bist ein Autor, du setzt dich hin und du schreibst einen Roman. Du kannst jetzt erst einmal, bist du vollkommen frei, du kannst die Zeit festlegen, wo sich das abspielt. Aber du wirst feststellen, dass in dem Moment, wo du den schreibst oder wo ein jetzt ausgedachter Leser diesen Roman liest, es ist ein Spiel mit Worten und mit Auslegungen von Worten. Das kann sich im Mittelalter abspielen, das kann in der Zukunft der Science-Fiction-Roman sein, ein aktueller Roman, es kann eine Liebesgeschichte sein, ein Krimi oder eine Gruselstory. Du setzt dich hin und du schreibst Worte auf ein Blatt Papier. Und diese Worte werden jetzt für einen Leser, je nachdem, was er aus den Worten macht, zu Vorstellungen. Das ist das Programm. Im Anfang war das Wort. Und da diese Worte, diese Zeichen auch Zahlen sind, erzähle ich dir jetzt etwas, das ist ein Computerprogramm. Geh den Gedankengang mit. Aber was mir jetzt wichtig ist, für jede Geschichte brauchst du eine gewisse Spannung.
Das heißt, du kannst einen Krimi nur dann schreiben, wenn du das Verhältnis, du brauchst die Guten, ich sage mal die Polizisten, die Kommissarin, du brauchst die Verbrecher oder die Mutter. Du brauchst für eine Krankenhausgeschichte, brauchst du die Guten, angeblich die Ärzte, und du brauchst die Kranken. Das ist ein ganz simples Prinzip. Du brauchst diese Spannung, dass überhaupt was da ist. Das sind ja nicht Gedankenwellen, aber der Witz ist, du schaust immer bloß eine Seite an oder du sympathisierst nur mit einer Seite. Das ist genauso in der Politik. Ich rede immer, zwei ist die kleinste Form von Vielfalt. Denk immer an meinen Kegel, darum wiederhole ich das, weil ich merke, das geht bei euch komplett verloren. Sobald du ein Problem hast, dass du Arzt sagst, du hast Krebs, ist das komplett weg. Ja, so ein Wir sitzen Komplex. zusammen, denk dir folgende Situation. Ich betone nochmal, dass du vielleicht deine Geistlosigkeit kennst. Das hängt jetzt davon ab, wer du zu sein glaubst. Das kann sein, dass du jetzt das Video das erste Mal hörst, vor Holofeeling, ein Holofeeling-Video dir das erste Mal anhörst. Oder vielleicht hast du schon 5, 6 oder 10 Videos angehört vor Holofeeling. Ich mache jetzt wieder einen Sprung. Ich sage jetzt unser Red und unser Diana. Und diese 100 Affen, wie ich immer nenne. Ich garantiere dir nochmal, wenn du sagst, das ist ja so viel, es ist mit den Updates sind ungefähr 25.000 Seiten, schätze ich einmal grob, die, wenn du lange genug suchst an Updates und an Büchern von mir, wer auch immer ich bin, jetzt Bezug, ganz speziell Holofeeling-Bücher, die du im Internet findest. Und ich garantiere dir jetzt, diese Personen, die mir uns jetzt ausdenken, sind natürlich nur Gedanken, das sage ich immer wieder dazu. Was ist jetzt der Red oder die Diana? Ich könnte jetzt Toni, Helene, wenn man so in dem engen Holofeeling-Kreis ist, das sind ganz normale Menschen wie du und ich. Die haben erneut so keinen Kontakt untereinander. Also da gibt es keine Sekte, das hat nichts mit Geld zu tun. Es ist ein und derselbe Geist. Es ist nur eine andere Rolle im Traum. Es gibt nur einen Geist. Ich nenne das immer, das ist der vom Bücherregal. Und sobald er zum Lesen anfängt, dann wird er halt zu dem, der er jetzt zu sein glaubt. Dann durchlebst du dieses Leben. Aber erleben tut es nur ein Allereinziger, das bin ich. Und ich habe die alle nicht nur durchlebt, sondern ich habe die entworfen wie ein Autor. Unheimlich spannende Geschichten, interessante Geschichten. Und ich sage dir gleich, die geilsten sind, wo irgendwann einmal innerhalb dieses Lebens, das du durchlebst, ich in irgendeiner Form auftauche. Hängt wieder davon ab, ob wir jetzt im Mittelalter sind oder ob wir jetzt sind oder auch in der Zukunft. Klingt so unglaublich, ich weiß, aber wenn du meine Gedankengänge mitliest, wirst du feststellen, ich rede von dem, was ist. Und jetzt machen wir mal so kleine Narreteien. Das Schöne ist jetzt mit Corona, weil das nämlich genau deine Situation ist. Und ich betone bei jedem Selbstgespräch, ich lasse das Leben, das du zurzeit durchlebst, vollkommen unangetastet. Das heißt, du zerbrickst dir noch viel zu sehr den Kopf, was du tun sollst oder nicht tun sollst. Das heißt, du hängst immer noch in den Zwiespalt. Das ist dieser Zweifel, das ist die Jakob-Geschichte, das ist alles in den biblischen Geschichten märchenhaft dargestellt, dass du ständig meinst, du müsstest dich von zwei oder mehreren Möglichkeiten für eine entscheiden. Das zwingt das Leben, ich nenne es immer ein Dilemma. Das wird dann so ein Trilemma, wenn du die Synthese machst, die ausgedachte Synthese ist aber noch nicht die absolute Synthese. Ist jetzt ein Kegel, ein Kreis oder ein Dreieck? Ich wiederhole das immer wieder. Du hast es nicht verstanden. Ich habe es nicht Wir haben verstanden. als Schattenwürfe, sagst du mal, ein Kegel ist weder ein Kreis noch ein Dreieck. Es ist ein Körper. Jetzt rein ausgedacht in dieser Systematik ist es eine höhere Dimension. Der kann in einer niedrigen Dimension als Kreis oder Dreieck in Entscheidung treten. Aber nicht nur. Es gibt noch viele andere Schatten zusätzlich, die er wirft, die aber entweder Kreis, mehr kreisförmig oder mehr dreiecksförmiger sind. Das sage ich fast in jedem Selbstgespräch. Und die Entscheidung, die du treffen musst, ist nicht irgendeine dieser Formen als Kegel zu bezeichnen. Eine Entscheidung heißt, dass das aufhebt und du weißt plötzlich, was der Kegel ist. Ist jetzt an einer Tasse der Henkel rechts, links, in der Mitte, bla bla bla. Weder noch. Eine Tasse ist eine Kollektion, wo du dir unendlich viele Perspektiven reindenken kannst. 8 Stück habe ich reichlich erklärt davon. 8 Perspektiven, die du nachvollziehen kannst. Oder mein berühmtes immer wieder, wenn ich sage, du hast noch nie deine Küche gesehen. Du wirst irgendwann einmal merken, dass Holofeeling die einzige Lehre ist, die du, selbst wenn du jetzt nur ein 13-Jähriger bist in deinem Leben, dein Intellekt, deine Reife ausreicht, wenn du ganz genau zuhörst, dass du sagst, es stimmt, was der Mann sagt.
was das Pixelmännchen sagt, was der Lautsprecher jetzt sagt. Du hast noch nie deine Küche gesehen. Der Beweis ist ganz einfach. Ich sage jetzt als Brüssel und der Brüssel, komm, lass uns hingehen, zeig sie mir. Und dann wirst du feststellen, egal welches Bild, welchen Blickwinkel, ich habe es mir die Ecken, du mir zeigst, das ist meine Küche, ist auch nie, das ist ein Herd. Das ist meine Küche, ist auch nie, das ist ein Fenster, das ist eine Tür, das ist ein Kühlschrank. Das, was du siehst, ist niemals deine Küche, sondern das ist ein Bild. Ich könnte jetzt räumlich gedacht sein, aus dieser Küche. Du musst dich in die Küche hineinbegeben und dann kannst du hier die Blickwinkel um dich herum abrastern. Und jeder Blickwinkel ist ein anderes Bild. Das ist wie in einer Datei, eine in der Datei im Computer, ein Ordner, das ist nämlich eine Kollektion, ein Chat, und da sind Bilder drin. Und dann holst du jetzt irgendein Bild raus und sagst, das ist meine Küche. Du denkst dir auch jetzt irgendeinen Menschen, einen Körper aus und sagst, das bin ich. Das ist doch ein totaler Blödsinn. Ja. Es ist ein Gedanke von dir, es ist eine Information von dir. Und in dem Moment, wo du an irgendwas anderes denkst, dann ziehst du Geist, schaust eine andere Information an, du bist immer noch derselbe Geist und dann ist der Körper schon wieder weg, an den du gedacht hast. Und jetzt könnte ich wieder diese kleinen Beispiele, ich mache jetzt Schnipp und jetzt denkst du an deine zwei Hände. Und jetzt halt die vor dich hin. Und dann entstehen die, ich garantiere dir, die haben die ganze Zeit nicht entstanden. In dem Moment, wo ich sage, denk an deine Hände, entsteht die Information Hand in dir aufgrund dieser Worte. Dann kannst du die realisieren, indem du die auf deine VR-Brille holst, wenn du mal eine aufgehabt hast, der ganz moderne. Und dann alles, was die Hände machen, du erschaffst die Hände und die Hände tun das, was du ihnen tun lässt. Das sind alte Beispiele von mir. Ja. Das ist deine Logik ist so übermächtig. Du lebst in dem Wahn, dass du glaubst, du würdest ohne diesen Körper nicht existieren. Und ich gebe dir jetzt, verrate dir ein ganz großes Geheimnis. Du existierst überhaupt nicht. Du selbst hast noch nie existiert und du wirst nie existieren. Aber alles, was in dir existiert, bist du selbst. Ohne das zu sein. Jetzt setz einfach für dich mal symbolisch das Meer. Das Meer erlebt nur seine eigenen Wellen. Der Geist, der träumt, erlebt nur seine eigenen Informationen, seine Gedankenwellen. Und egal an was du denkst, es ändert an dem Meer überhaupt nichts. Egal welche Wellen da oben toben, der Computer, sag ich, verändert sich nicht. Egal welchen Film, welche Datei, egal was du damit machst. Ich setze dich ja gerne mal als Geist, setze ich gerne einen Computer. Egal was auf dem Bildschirm auftaucht, es bleibt immer derselbe Computer. Dieses rote Selbst ist das, was das erlebt, was es in sich selbst erschafft. Wenn man es bewusst macht. Das ist der Kern aller Religionen. Und wir können jetzt zusammensitzen als Brösel und der Brösel. Da ist nur ein Allereinziger, der das erlebt. Alles andere sind nur Figuren in deinem Kopf. Einer sagst du, da hast du dann die Ego-Perspektive. Das ist, und du wirst feststellen, dass die Sachen wirklich nur existieren in dem Moment, wo du sie denkst. Und das ist ganz irre, da bin ich so drauf eingegangen, wenn ich jetzt wieder sage, schnipp, ihr zwei Hübschen, habt jetzt eine Brille auf der Nase. Zack. Und sofort ist sie da. War die ganze Zeit da? Das ist hundertprozentig sicher. Es stellt alles auf den Kopf, was du jemals geglaubt hast. Und du reagierst auf Worte wie eine Maschine. Das ist ein Mechanismus. Es ist Angst, von Angst getriebene Tiere, die mit Gewalt versuchen, was am Leben zu halten. Zum Beispiel diesen Körper, der doch gar nicht existiert, wenn du nicht dran denkst. Es sind so Sätze, ich habe eine Wohnung, ich habe ein Auto, ich habe einen Körper. Du solltest doch irgendwann einmal begreifen als Geist, dass das, was man besitzt, was man hat, was anders ist wie der Besitzer. Mhm. Du bist doch auch dann da, wenn du nicht an die Wohnung denkst, an das Auto. Du bist auch dann da, wenn du nicht an den Körper denkst. Aber nein, du bist dir hundertprozentig sicher, weil du geistlos was nachäffst, was irgendwelchen Affen, die ich in dir auftauchen lassen habe, bei eigener Definition ebenso nachgeäfft haben. Wir kommen mal zur Weisheit der Schulmedizin. Machen mal einen Sprung hier und jetzt, denken wir uns das Jahr 1818 aus. 1818, wir wissen, I-Chat ist ich. Das sind zwei Ichs. Ich rede immer mit vier Ichs, die man wissen muss bei Holofeeling. Die kannst du genau definieren. Diese berühmten vier Ichs, die zwei roten und die zwei blauen. Mhm. Es ist ein Akt des Wissens. Ist auch jeder 13-Jährige kann das nachvollziehen, wenn ich Ihnen erkläre, was die vier Ichs sind. Bei den Roten muss man das dann mal akzeptieren, dass man eigentlich bloß ein rotes Ich ist und das Blaue ist eine vergängliche Erscheinung. Gleichgültig, ob du jetzt als dich an deinen Körper denkst, das ist das kleine blaue Ich,
Oder ob du dich als Mensch denkst, das ist das große blaue Ich, aber das ist schon kein Bild mehr. Was ist ein Mensch? An was denkst du bei dem Wort Mensch? Ja, wieder an einen Tropfen aus dem Körper. Der Mensch ist eine Lebensgeschichte. Und jetzt ist es also 1818 und jetzt mache ich eine Märchengeschichte. Nochmal alles, was in Büchern drinsteht. Du definierst ja schon wieder in Geschichtsbücher, Märchenbücher, Romane. Es sind einfach zuerst einmal von dir ausgedachte Bücher. Können wir jetzt auch sagen, Internetseiten. Das hat sich jetzt nur verwandelt, weil das ändert sich ja sowieso alles. Auch die Rechtschreibung ändert sich. Die Gesetze, die Vorstellung von Moral, der Geschmack, die Mode. Wissen, intellektuelles Wissen, Schulmedizin, Physik, Chemie. Es sind Modeerscheinungen. Alles, was modern ist, ich sage, spreche das Wort modern anders aus, dann kriegst du modern. Es ist schon wieder vergänglich in dem Moment, wo es in dir auftaucht. Ja. Ohne tief in die Sprache reinzugehen. Also 1818 wurde, wir denken uns jetzt einmal nach in eine Stadt, die ist zweigeteilt, nämlich Buda und Pest. Budapest. Das ist wie Garmisch-Partenkirchen in Deutschland. Das sind zwei Orte, die irgendwie komisch verschmolzen sind. Das ist wie Wellenberg und Wellendal. Da haben wir B-Udo, Uda, da kannst du O hinten draus machen, im Udo und die Pest. Das sind die zwei Hälften, da wurde ein kleiner Ignaz Semmelweis geboren. Die Geschichte kannst du jetzt, wenn es dich interessiert, in deinem Internet recherchieren. Und dann werden Seiten auftauchen und aufgrund der Worte, je nachdem, wie du die Worte auslegst, wird eine Geschichte in dir aufbauen. Diese Geschichte von den Ignaz Semmelweis, was natürlich immer interessant sind, sind die Zahlen, darum habe ich jetzt 1818 gesagt, das bin ich übrigens auch gewesen. Weil ich alle Rollen spiele. Ja. Ich ist natürlich jetzt nicht der Udo. Nein. Ich bin wirklich der, der ich zu sein behaupte, aber was viel krasser ist, dass ich ja behaupte, dass ich du bin. Worin liegt eigentlich jetzt der Unterschied zwischen dem JCH, den kann man ja Jesus Christus lesen oder ich lesen, ich mache mich ja nicht fest auf eine Religion. Ich sage, das ist der, der vor einem riesen Bücherregal und in einer Bibliothek steht und in dem Moment, wo er ein Buch in die Hand nimmt und zum Lesen anfängt, läuft in ihm ein Film. Das ist doch dasselbe ich. Der Unterschied zwischen JCH und ICH, rot gelesen, ich, rot gelesen ist lediglich, dass der eine in einem Traum einen Traum erlebt und JCH steht vorm Bücherregal, das sind alle Träume ein riesengroßes Chat gleichzeitig da. Und du steckst zurzeit in einem Buch auf einer Seite in einer Rolle, wo jetzt du dir selber erklärst, dass du Krebs hast und dass die Ärzte zu dir sagen, das ist eine Geschichte, die läuft in deinem Kopfkino ab. Du bist nicht die Figur, an die du denkst, wenn du an dich selbst denkst, sondern du bist das Kino, in dem der Film läuft. Das ist der Sprung, ein Quantensprung. Aber ich komme zu den Ignaz Semmelweis zurück. Du wirst gleich merken, weil ich jetzt einen Haken schlage zu deinem großen Corona-Problem von Sodom und Gomorra. Ich betone immer wieder, dass Holofeeling in keinster Weise parteiisch ist. Es geht bei Holofeeling nie darum, ob der Henkel rechts, links oder in der Mitte ist, ob jetzt das stimmt oder nicht stimmt, ob er welcher Berg oder ob da ist. Es geht um das Ganze, das im Hintergrund steht, aus dem diese Perspektiven und diese Vorstellungen alle entspringen. Und Holofeeling ist allumfassend. Es umfasst alle Religionen und alle Wissensgebiete aller Zeiten und zwar in einer absolut arithmetischen Präzision. Ist für dich momentan nicht fassbar, darum geht es mir, wird sie reichen, wenn du keinen Moment, der in dir auftaucht, vergisst, was du bist und was deine Gedanken sind. In dem Moment, und das kannst du jetzt schon, wenn du dich nicht ständig von dem Geschwätz deines eigenen Egos, deines geistlosen, hochgehäften Wissens in die Verunsicherung treiben ließest. Es wird das Sandra nicht überleben. Der Körper. Es ist doch schon wieder weg, wenn du nicht dran denkst. Du kriegst es übrigens gar nicht mit. Du kannst nicht beobachten, wenn sich was auflöst. Auch das habe ich überreichlich erklärt, wo du das sofort nachvollziehen kannst. Also gut, diese Ignaz Semmelweis, 1944. Interessant, 19 haben wir eine intellektuelle Spiegelung oder der göttliche Spiegel, je nachdem, ob man rot oder blau lesen in Holofeeling, muss man jetzt nicht wissen, ich spreche es nur an. Es ist ein ganz strenges arithmetisches System. Die 44 ist das dann mal Ille, dieses Kind. Hat einen Doktor gemacht, 45 hat er dann die ersten Erfolge gehabt und dann der eigentliche Durchbruch ist 1900, 18, Entschuldigung, 18, 1800. Sorry, ich bin bei 18. Ich bin das Kind. 1818 geboren, 1844, war wenn vorschnell, 1844, 1845 war dann, hat er seinen Doktor gemacht.
47, 48, das ist genau die Phase ungefähr gewesen, wo dann diese berühmte in deinen Geschichtsbüchern, wo das Kindbettfieber, wo die Ursache in Wien, wieso dass da so viele Frauen im Kindbettfieber sterben. Und in der Geschichte ist es hochinteressant, dass komplett die Ärzteschaft, ich habe da mehrere Mal angesprochen, du wirst gleich merken, worum es mir geht, du hast die Metapher nicht verstanden. Die ganze etablierte Schulmedizin in ganz Europa, weltweit, hat massiv ihn als Spinne hingestellt, haben komplett, was mittlerweile heutzutage gang und gäbe ist, glaubt ja jedes Kind weiß ja, haben den massiv bekämpft und in der Geschichte wurde er dann sogar in die Klapse gesperrt und auf unerklärte, umgekehrte Umstände ist er in der Psychiatrie ums Leben gekommen. Wir können uns jetzt ausdenken, die haben einfach schlicht und weg den Eiderbickel weggemacht. Weil letztendlich die Erkenntnis von diesem jungen Arzt die ganze medizinische Elite Europas als Idioten dastehen lässt. Und jetzt in dieser Geschichte, und das ist jetzt hochinteressant, es hat fast 20 Jahre gedauert, diese simple Erkenntnis, ich kann nicht mit Händen an Leichen rumschrauben, ohne irgendetwas Leichenteile rausnehmen und im nächsten Operationssaal schreit dann die Schwester, das Kind kommt und du gehst raus und ziehst dann mit denselben Händen, ohne dir die Hände zu waschen, das Kind raus. Das war die Kindbettsterblichkeit. Der kleine Semmelweis, der junge Arzt hat einfach, ist in eine Idee gekommen, dass man sich vorher die Hände desinfizieren und es ist so schlagartig in seinem Krankenhaus, wo er gearbeitet hat, die Sterblichkeitsrate zurückgegangen. Das ist so offensichtlich gewesen. Man müsste sich absolut offensichtlich, man müsste sich fragen, wie kann die ganze medizinische Elite Europas fast 20 Jahren den massiv bekämpfen, weil sie das nicht wahrhaben wollen? Kann es das überhaupt geben? Ist auch diese Märchengeschichte. Meinst du, dass all die Ärzte, die dir jetzt was von Corona erzählen, irgendwie was anders machen? Da ist so unendlich viel Geistlosigkeit in diesem Führerscheinprüfungsbogentraum. Nochmal, keine Schuldzuweisung. Du, wenn ich jemandem die Schuld gebe, dann gebe ich dir die Schuld. Weil du lieber auf eine Nummer sicher gehst und nachplapperst. Wenn du jetzt schaust, jetzt aktuell, was in Österreich passiert, was in Deutschland noch kommen wird, in der Schweiz, wir haben immer komischerweise selbst offizielle Zahlen, die kannst du ja nicht einmal widerlegen. Jetzt muss ich aber was einschieben, der Genauigkeit halber, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Ich rede jetzt gezielt von deinem Traum. Du wirst nämlich deinen Glauben wirst du verwirklichen. Ja. Du wirst in dem Zwang, dich am Leben erhalten zu wollen, wirst du durch die Hölle gehen. Schon ein Menschenleben festhalten zu wollen. Nochmal, sterbliche Säugetiere, die Menschen, die Leute auf Hebräisch Medim, das heißt die Toten des Meeres. Enosh, sterblich, unheilbar krank, das hebräische Wort für den blauen Menschen, ist nicht für die Ewigkeit geschaffen. Das sind Figuren in einem Traum, der vergänglich ist. Es sind Antagonisten, die gar nicht für die Ewigkeit erschaffen sind. Es sind Affen, Arschin-Affen, logische Affen. Einfach KIs, Programme, klingt jetzt unheimlich herzlos. Es ändert nichts an dem, dass das einfach ist, was ist. Ja. Was ist der Redo jetzt? Was ist der Redo jetzt, Sandra? Jetzt? Ja, ein Gedanke. Okay, wie lange ist er da? Wie lange ist er da? Solange ich an ihn denke. Richtig, und wo kommt er her? Aus mir. Und wo geht er hin, wenn du ihn nicht mehr denkst? Wieder in dich rein. Ja. Bingo. Das ist das Spiel. Ich habe sie auf den Calvinismus angesprochen, eine Schweizer Reformator, wo es auch in der ganzen Religion dieselben Streitereien, wo man sagt hier, die große Erkenntnis, was du magst als Mensch, ist nicht entscheidend oder ausschlaggebend, ob du in den Himmel oder in die Hölle kommst nach deinem Leben. Das ist ein totaler Blödsinn, weil das schon wieder eine Einseitigkeit anstimmt. Alle wollen in den Himmel und keiner will in die Hölle. Und ich sage jetzt, pass auf, wir machen ganz einfach Romanfiguren, wir machen Charaktere in einem Roman. Die tauchen dann auf, wenn ein Leser, ein Geist, die in seinem Kopf erschafft, aufgrund von Worten. Stimmt oder stimmt? Die kommen alle aus ihm und wenn er sie nicht mehr denkt, fallen sie wieder in ihm rein. Das heißt, egal was das im Roman für eine Figur ist, die du dir ausdenkst, ob du dir einen Verbrecher ausdenkst oder einen Heiligen ausdenkst, der kommt aus dir in dem Moment, wo du ihn denkst, ich rede mit deinem Geist. Nochmal, ich betone immer, ich rede nur mit dem Geist, der uns jetzt ausdenkt. Die tauchen in dem einen Geist auf und sie fallen wieder in den Geist rein, in die Heiligkeit zurück, wenn sie nicht mehr gedacht wird.
Der sich dabei nicht verändert, ist der Geist, der das erlebt. Und du erlebst jetzt dieses Gespräch. Du erlebst es. Es erlebt mit hundertprozentiger Sicherheit nicht irgendeiner dieser Figuren auf dem Bildschirm. Und es erlebt auch mit hundertprozentiger Sicherheit nicht die Menschen, die du dir jetzt denkst, wo du jetzt klar erkennst, diese Pixelmännchen können ja nichts erleben, aber das sind ja in der Vergangenheit welche gewesen, die sind ja jetzt noch da außen. Ja. Meinst du jetzt wirklich, dass die Sandra irgendwo da außen ist? Wenn du glaubst, du bist die Sandra, bist du im Zentrum der Sandra und die Sandra hüllt dich ein, dein Schädel hüllt dich ein, dein Kopf hüllt dich ein, der Körper in dieser Identifikation mit dem Körper. Aber dieser Körper ist doch nicht das Leben der Sandra. Dann könnte ich jetzt sagen, innerhalb deines jetzigen Lebens, da waren schon verschiedene Körper, die sind jetzt alle weg, die nennst du früher die jüngeren Körper. Hat dich das gejuckt, dass dein Körper, dein 14-jähriger Körper, der 14-jährigen Sandra sich komplett aufgelöst hat? Hat dich das gejuckt? Dass von der 30-jährigen Sandra nichts mehr übrig ist, außer ein Gedanke, wenn du ihn jetzt denkst? Hat dich das gejuckt? Und wenn ich jetzt sage, du wirst der 70- oder 80-jährige Sandra irgendwann einmal in der Zukunft? Ist das ein bisschen eine Hoffnung, weil der Arzt sagt, du hast ein Tumor machen, lässt bloß nur 4 Wochen zu leben? Das sind doch alles nur Gedanken. Das ist hundertprozentig sicher. Jetzt frag dich, in was für einem Wahn lebst du eigentlich? Dasselbe haben wir jetzt mit Corona, diese scheiß Drecksangst um ihre Körper. Ich mache jetzt nochmal in einen ganz einfachen Klartext. Wir haben immer zwei Seiten zu allen Zeiten, wie wir jetzt das Ganze nennen. Wir haben eine extrem manipulative Seite, die denken wir uns jetzt, die nenne ich einfach mal Faschisten. Und dann haben wir eine Masse von geistlosen Mitläufern, die sich an den Massenmedien und die Manipulationen dieser Faschisten satt trinken. Das heißt, alle, die mit Maske rumlaufen, zum Impfen rennen, weil sie eine Scheißangst vor ihrem Körper haben, sind die. Und du wirst die nicht erreichen. Du kannst den Gedanken prinzipiell nicht erreichen. Und alle, die dagegen sind, das sind die mit dem Davidstern, mit dem Judenstern. Die sind aber nicht besser. Ja, eben. Ich habe noch nie einen Hehl draus gemacht. Wenn ich jetzt ultraorthodoxe Juden nenne, die ihre Traditionen genauso runterpredigen, du definitiv, hör zu, was ich dir jetzt sage. Hör dir das letzte Selbstgespräch nochmal an. Ich kann dir jetzt sagen, und jetzt springe ich wieder mal symbolisch zu unserem Redo, Diana und Konzert. Ah, jetzt hängt es. Es gibt kein Einleben, wo die nicht mindestens 2 bis 3 Mal intensiv studieren. Mindestens. Es gibt kein Videoselbstgespräch, von denen die Hunderten von Selbstgesprächen. Pass auf, ich mache da ganz, ganz kurz weiter jetzt mit Corona. Wir erinnern mal komplett, dass er Semmelweis, das ist, du kannst die nicht erreichen. Es wiederholt sich, die Geschichte wiederholt sich immer wieder. Darum soll ich immer das Buch Kohle. Nichts Neues in dieser Welt. Es tauschen sich nur die Seiten aus. Und wenn du das letzte Selbstgespräch dir anhörst, ich sage, ich betone immer wieder, bei Holophilien geht es nicht darum, ob du jetzt ein Impfbefürworter bist. Das ist auch dein Problem oder ein Gegner. Ja, das ist jetzt auch mein Problem. Es ist ein ständiger Streit, ob Henkel rechts oder Henkel links. Und ich erkläre im letzten Selbstgespräch, dass die Motivation die gleiche ist. Die, die sich impfen lassen, Befürworter sind, haben eine Scheißdrecksangst vor den Viren. Und die sich impfen lassen, haben eine Scheißdrecksangst vor dem Impfstoff. Richtig. Und dann haben wir eine Spiegelung dazu, dass es welche gibt, die sich, obwohl sie totale Impfbefürworter sind, nicht impfen lassen, aber wieder, weil der Arzt ihnen sagt, bei ihren momentanen Krankheit könnte der Impfstoff gefährlich sein. Richtig. Und zu den anderen sagen die natürlich, das ist nicht gefährlich. Auch die Frage, ob der Impfstoff gefährlich ist oder nicht gefährlich ist, die schon eine einseitige Antwort, wenn du willst, sagst gleich, Cut, will ich gar nicht denken, es ist das eine wie das andere falsch. Das heißt, du musst einfach nur dich selber beobachten, in allen Selbstgesprächen, in unendlich vielen, sage ich, du musst der Beobachter von dir selbst werden, du bist der, der den Traum erlebt, du bist der träumende Geist. Aber zwischen dir und den Bildern steht deine Persona. Ja. Das Erdesystem. Das heißt, verlage deinen Fokus auf das Wertesystem, jetzt in deinem Fall von der Sandra. Mhm. Du schaust, wenn du jetzt mit, du wirst ja mit ständig wechseln, du träumst, du musst dich gar nicht einmischen, es passiert von alleine, du kannst den Traum nicht verändern, wie du einen Kinofilm nicht verändern kannst, du schaust, was jetzt da ist. Ich sage immer, Cut, du musst dir jetzt bewusst machen, was ist jetzt da. Das, was du denkst, dein Körper, ist die Tastatur da, der Monitor, der Udo? Es ist immer nur das, was du momentan wirklich anschaust oder was du anfokussierst.
Außer du zoomst dich dann aber auf. Und wenn jetzt Meinungsverschiedenheiten sind, ich nenne das einfach mal eine Diskussion. Ja. Diskussion ist immer ein Kampf um einen Standpunkt. Die diskutieren, lass uns das ausdiskutieren. Das heißt, das einzige Bestreben dieser kleingeistigen Affen in deinem Traum ist, von mehreren Möglichkeiten eine als richtig zu definieren und alle anderen müssen zwangsläufig sinnverkehrt. Das heißt, die streiten ständig darum, ist jetzt eine Wohnung, lass uns das ausdiskutieren bitte. Ist eine Wohnung, eine Küche, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein Badezimmer oder ein Klo? Lass uns das ausdiskutieren. Und es ist nur, es kann nur eins davon richtig sein. Setze jetzt für die Wohnung Politik, setze für die Wohnung Religion. Und dann wird dir dieser Wahnsinn, dieser Gleichgeistigkeit, die wissen nicht, was die höhere Kollektion ist. Und das Höchste in deinem Traum ist der Geist, der träumt. Was ist der verbindende Parameter für alles, was du träumst? Du selbst. Egal, was du jetzt in dir aufbaust, wenn du ein Buch liest, gleichgültig, ob das ein Märchenbuch ist, ob das ein Geschichtsbuch ist, ob das ein Physikbuch ist oder ob es eine Tageszeitung ist. Du hast in dem Moment sinnlich wahrgenommen, irgendein Monitor vor dir oder ein Fetzen Papier vor dir mit Worten drauf oder du hörst Geräusche, entweder sinnlich wahrgenommen oder deine eigene Gedankenstimme, wenn du über was nachgrübelst, das sind alles Informationen. Und du wirst aus diesen Worten, wirst du Vorstellungen generieren in dir. Das ändert ständig deine Information. Stimmt oder stimmt? Ja. Schau doch einfach. Und jetzt kommt was Eigenartiges. Du kannst jetzt beobachten, wenn dann verschiedene Meinungen in dir auftauchen. Mhm. Du machst dir jetzt bewusst, mit welcher Meinung du sympathisierst. Immer dran denken, Sympathie heißt Mitleiden. Du leidest an dieser Einseitigkeit. Ob du das richtig ansiehst oder das richtig ansiehst, ja. Das zieht dir doch deine Erziehung, dein Intellekt, dein Schwamminhalt auf. Du machst dir einfach nur bewusst, mit welcher Seite du Beifall klatscht, was für dich richtig ist. Das ist natürlich auch richtig. Wenn einer behauptet, der Henkel ist rechts, hat er hundertprozentig recht. Was dir aber glauben muss, wenn einer behauptet, der Henkel ist links, dass der auch recht hat, weil der die Kehrseite von dir sieht. Mhm. Und du brauchst beide Seiten und noch viele andere Perspektiven, um zu wissen, was dann die Tasse wirklich ist. Du kannst wissen, was eine Wohnung ist, aber du kannst die niemals sehen. Du musst jetzt erst einmal aus der Wohnung, das wäre jetzt ein Ordner, da wo nochmal verschiedene Ordner drin sind, Unterordner. Das ist wie beim Computer der Verzweigungsbaum, wenn du hier auf deine Festplatte gehst. Du hast dann Überordner und da schiebst du einfach in den Unterordner rein. Wohnung ist ein Ordner. Und da haben wir Unterordner, die nehmen wir jetzt einfach Küche, Badezimmer, bla bla bla. Und in den Ordnern sind wieder Bilder drin. Die siehst du dann auf dem Bildschirm. Ja, und dann kriege ich schon wieder Angst. Oder? Ich habe mich jetzt nicht impfen lassen. Jetzt sagen sie, mit der Chemo muss ich dreimal impfen. Weil vergiss, machen wir gleich, gehen wir gleich drauf. Gehen wir gleich drauf. Ah, super. Es ist mittlerweile ja so, dass die offiziellen Daten in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland folgendermaßen aussehen, dass die Geimpften genauso ansteckend sind wie die Ungeimpften. Es ist dann, am Anfang hat es Kassen 99, bla 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 Prozent. Jetzt können wir uns natürlich eine Pharmaindustrie noch ausdenken. Das ist, bleiben immer Gedanken. Da außen ist überhaupt nichts. Halt das erste und das zweite Gebot. Erstes Gebot, mach dir kein Bild von Gott. Du bist ein Gotteskind, ein Adam. Ich rede jetzt mit einem Geist. Und egal, an was du denkst, das bist nicht du. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Dann taucht der Information in dir auf. Aber sobald du an was anders denkst, bist du immer noch derselbe Geist, dann schaust du halt eine andere Form, eine andere Information von dir an. Das ist hundertprozentig sicher. Und nicht, dass du der Gedanke Sandra bist und alle anderen Gedanken bist du nicht. Mhm. Ist das ist so klar. Du wirst feststellen, du kannst es einem Menschen, der in dir auftaucht, außer er hat vor Holofeeling was gehört, dass das einigermaßen sich löst, kannst du nicht erreichen. Nein. Und wenn du das erste Mal hörst, macht dir das logisch erscheinen, dein Ego schätzt sich einen Dreck drum. Ja. Also lass jetzt, wir reden hier nicht ob Impfen für oder wider, das erkläre ich immer wieder, da geht es bei Holofeeling nicht drum. Ich werde jetzt mal ein anderes Modell geben. Also zuerst einmal, es ist mittlerweile, auch natürlich habe ich nur aus der Zeitung heraus vom Hören sagen, also selbst die ganzen Befürworter, halt dir mal fest, ich sage nicht, wie schädlich das ist und dass du krank werden kannst, es wird so sein, wie du das letztendlich in dir verwirklichst. Was mir wichtig ist, dass der jetzige Stand, und ich kann dir jetzt nur das unter uns, Marion arbeitet, meine Frau arbeitet seit 20 Jahren im Weißenburger Krankenhaus. Es ist ein einziger Lügenhaufen, selbst die Ärzte oder was, die bauschen sich hoch, weil das Geschäft brummt ohne Ende. Es ist eine Panikmache, es ist nichts. Sie arbeitet im Büro, sie schreibt die Operationsberichte und die Entlassungen.
Ich kann dir sagen, da war noch nichts. Voriges Jahr auf dem Höchststand der Corona-Daten wurden die in Zwangsurlaub geschickt, weil noch nie so wenig im Weißenburger Krankenhaus los war, wie während der Zeit, wo überall in die Nachrichten gekommen ist, dass die vor Arbeit sich nicht retten können. Man hat ja Betten freigehalten. Ein Riesenverlust. Es ist nur Geld, ein Hinschieben, ein Betrügen, dann tauchen auf den Fernseher Chefärzte auf. Und jetzt, was du überprüfen kannst, kennst du es vom Hören sagen? Ich sage, kannst du es beschwören? Kann Nein. irgendeiner, der dir sagt, dass wir an Corona erkrankt sind, irgendeiner, dass die Erde eine Kugel ist, dass auf der Erde 8 Milliarden Menschen leben, dass die Amis das machen und der Putin das macht, kannst du das beschwören oder kannst du nur beschwören, das habe ich da gelesen und das habe ich da gelesen? Ja. Ja. Ihr äfft doch alle bloß in einem Kollektiv nach, und zwar die Scheiße, die dir logisch erscheint. Mhm. Und selbst die Logik, die du zum Denken benutzt, hast du dir nicht raussuchen können. Das ist das, was ist. Das ist ein Virus, den du dir eingefangen hast. Da kommen wir noch dazu. Aber jetzt bleiben wir mal in dein Programm, das du von mir hast, diesen Schwamminhalt hast du von mir. Also vergiss es, es ist mittlerweile ja so, dass die Geimpften genauso ansteckend sind wie die Ungeimpften. Im Gegenteil, du wirst feststellen, dass das sogar umkippt. Dass also hier, wenn du, dass die genauso krank waren, dann hat's gesagt, der Krankheitsverlauf ist schlechter. Aktuelle Zahlen definitiv in Österreich, auch in Deutschland, absolut. Robert-Koch-Institut Deutschland, dass über 45% auf Intensiv doppelt geimpft sind. Also nahezu 50-50. Aber in den Medien sagen sie eben das Gegenteil. Oder meine Mutter sagt... Nein, du hörst immer nur, das ist hier, diese hier, das sind ja alle, die nachklappern. Nur die, ja. Und wenn du jetzt den Glauben in dir hast, passiert was Eigenartiges. Du bist ein träumender Geist. Es wird sich der Glaube in dir verwirklichen. Mhm. Nochmal, du träumst. Das heißt, es verwirklicht sich dein Glaube. Du wirst es erst begreifen, dass wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum, nämlich das, was sein Programm hergibt. Und das ist die Computermetapher. Du hast einen gewissen Schwamminhalt. Wenn du kannst jetzt im Mittelalter leben und du kannst der Captain in einem Raumschiff sein in der Zukunft. Das hängt erst einmal, was für einen Roman hast du zurzeit laufen? Welchen Roman liest du jetzt? Ein Science-Fiction-Roman oder ein Mittelalter-Roman? Mhm. Und eben dieser Glaube, oder? Das macht das nur der Glaube, nochmal, A-U-B, Vordersprache, G-L, kann man rot setzen, das heißt das geistige Licht. Blau gelesen ist es, Gall heißt ja die Welle. Mhm. Das Gehirnlicht erzeugt die Gedankenwellen. Und A-U-B, der Schöpfung einer aufgespannten Polarität, diese hebräischen Zeichen, Aleph, Waf, Bet, heißt die Beschwörungskunst von toten Geistern. Ja. Das, was du beschwörst, ist der Schöpfer von den aufgespannten Gedankenwellen. A, U, B, die Schöpfung von aufgespannten Wellen. Und dann kommt die Angst, weißt du, dann kommt die Angst, dass ich jetzt das verwirkliche. Aber jetzt pass auf, jetzt mache ich mal deine Scheißdrecksangst, sehen wir mal wenn anders. Der erste große Fehler, der passiert ist, und ich mache jetzt die absoluten Zahlen, wo ich beschwören kann, insoweit, meine Frau arbeitet, das machen wir jetzt mal exempeltechnisch, das gilt aber für überall. Das ist, wenn du im Hintergrund schaust, ich habe Videos gemacht, du wirst immer eine komplett andere Erklärung kriegen. Wir haben 2020 in Deutschland, ich erkläre das nochmal so von Selbstgespräch drauf. Zuerst einmal die absoluten Zahlen und wichtig ist, du musst die auch Altersklassen bereinigen. Mhm. In der Schweiz sieht es zurzeit so aus, dass also hier fast über 80% von denen, die an Corona gestorben sind, waren Durchschnittsalter, glaube 89 oder 87 Jahre. Nochmal, lass dir das auf der Zunge zergehen, die Corona-Toten waren über 80%, 89, 87, zwischen 87 und 89. Das Durchschnittsalter in der Schweiz liegt bei 84, das heißt, die waren weit über den Durchschnittsalter in der Schweiz. Das ist das, was die Medien wissen, dass Corona-Tote da sind. Das sind eure offiziellen Zahlen, wenn du mal da reinschaust. Du musst also, wenn du das magst, nicht nur die Sterbezahlen nehmen. Es sieht in Deutschland das so aus. Und offiziell die Zahlen, das ist Samuel Koch, kann man das nachlesen, der hat das in der Schweiz übrigens auch gemacht, dass das ja Altersklassen bereinigt ist. Wir haben eine Riesenverschiebung, dass von Jahr zu Jahr eventuell hier 20-30% das nächste Jahr in dieser kritischen Phase, wo sich der Körper halt zwangsläufig auflöst, in diesem System des Menschen vom Säugling bis zum Greis. Dass die letzten 9 Jahre, Sandra, war das Jahr 2020 das Jahr mit der zweitniedrigsten Sterberate.
Es war 2020, wo die Medien nur voll waren mit Krankenhäusern sind voll, was übrigens alles sich herausgestellt hat, dass das ein reiner Betrug, ein Abrechnungsbetrug von den Krankenhäusern waren, dass die voll sind, weil der Staat ihnen nämlich Geld gegeben hat. Die haben die Betten absichtlich knapp gemacht, dass sie sagen können, wir sind zu 80% voll. Wir müssen welche Freiheiten haben, die Geld für Betten kriegt, die gar nicht belegt sind. Das hat sich alles als ein reiner Betrug herausgestellt mit Geldmacherei. Ich rede jetzt übrigens nicht Verschwörungstheorien. Ja. Genau. Aber 2020 wurde in der Beerdigungsbranche, wurden Leute entlassen, weil die extrem wenig Arbeit hatten. Wo die Pandemie war, wo die Krankenhäuser voll sind und so viele Menschen angeblich gestorben sind, die Zahlen technisch mit dem Corona, die Zahlen, die sie dir sagen, da komme ich gleich noch mit drauf. Das sind Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. Dann sind Berichte in den Medien, dass hier die Särge staben sich in den Krematorien, die kommen gar nicht nach, die wegzuverbrennen, die Leichen. Was übrigens stimmt, das war wirklich so. Du musst aber plötzlich, das ist wie zeichnen ein Quadrat mit drei Strichen, das warum im Hintergrund wissen. Weil nämlich aufgrund von Geldsparen im Westen von Deutschland, die westliche Hälfte von Deutschland, fast alle Menschen über 90%, die eingeäschert werden, die Beerdigungsinstitute nach Polen und in die Tschechei fahren, weil dort die Verbrennung wesentlich günstiger ist wie in Deutschland. Das heißt, die Beerdigungsinstitute, das ist ein normaler Vorgang, den wir uns jetzt ausdenken auf der Welt, dass die, die sich einäschern lassen, in der westlichen Hälfte von den Beerdigungsinstituten eingeäschert werden in Polen und in der Tschechei und durch das Corona dürfen die nicht über die Grenze fahren. Und dadurch ist Folgendes passiert, dass wir in Deutschland im Westen natürlich auch Krematorien haben, aber dass das Größte in diesem Ostbereich, das überhaupt da ist, hatte ja einen technischen Defekt. Das ist nämlich in dem Zeitpunkt auch über 3 Monate kaputt gewesen, konnte nicht benutzt werden. Und dadurch sind die wenigen, wo dann noch da waren, haben sich die Särge gestapelt, dass die mit dem Verbrennen nicht nachgekommen ist, weil eben die große Masse, die in Polen verbrannt wurden, nicht mehr rübergefahren werden konnten. Und das Größte, was sonst noch da war, hatte einen technischen Defekt. Und die wenigen, die noch funktioniert haben, haben sich die Särge gestapelt. Das ist übrigens jetzt nicht Verschwörungstheorien. Das kannst du, wenn du das nachfischst, wirst du das finden, dass es so war. Plötzlich kriegt das alles einen komplett anderen, andere Sicht. Die Bilder, die eingespielt werden, die Dornhallen voller Särge in Italien, da kannst du schauen, wenn du zurückgehst in deinem Internet, was du komplett dasselbe Bild findest, sind die aufgebauten Leichen, wie dieses Kreuzfahrtschiff gestrandet ist. Genau, ja. Es ist Lüge, ich kann dich zumachen, wie du willst, aber die größte Lüge, die es überhaupt gibt, sind nicht die, wo du jetzt als Lügner definierst. Das bist du selber, wenn du vom Fernsehen oder Zeitung in der Hand hast und du denkst dir das alles aus und du meinst, mit dem, was du dir ausdenkst, hast du nichts zu tun. Ja. Haltet erst einmal fest, egal an was du jetzt denkst, egal warum du das denkst, du erschaffst aus einem Reizauslöser einer Zeitung in deinem Kopf Vorstellungen, egal was du jetzt ausdenkst, Krieg, Syrien, Krieg, Flüchtlinge, egal was du dir ausdenkst. Es ist, weil du es denkst. Hier und jetzt in deinem Kopf, das ist hundertprozentig sicher. Und hätte ich es nicht in deinen Kopf gemacht, dann wäre es bloß irgendwo. Wieso meinst du, das erste Gebot macht dir? Aber was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Sag ich nicht ganz klipp und klar, mach dir kein Bild von Gott, du bist ein Gott. Als träumender Geist bist du ein Gott. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Oder von Wassern im Wasser, also von Formen im Wasser. Das ist, wenn du das liest, das war die exakte Beschreibung von allem, was ist. Und ich sage jetzt wahrlich, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Du denkst dir doch jetzt einen Udo aus. Der Udo ist doch jetzt bloß ein Gedanke. Auf deiner Brille hast du einen Computer mit einem Pixelmännchen. Aber glaubst du nicht, dass jetzt der Udo die Sandra sieht? Dann muss ja die Sandra im Udo drin sein. In dem Udo, der in dir drin ist. Und jetzt wirst du plötzlich feststellen, dieses Ausgedachte, da gibt es einen absoluten Mittelpunkt. Das sind wir. Das ist der, der uns jetzt ausdeckt. Aber der ist, das JCO ist eigentlich nur einer. Darum beginnt das ganze Spiel mit Holofeeling, mit Ich bin du. Und noch viel mehr. Ja, Angst, aber lass uns ganz kurz das nur fertig machen. Ja, gerne. Pass auf, ich habe gesagt, jetzt mache ich mal wirklich das Bonbon. Und jetzt wirst du dich feststellen, wenn du mal selber denkst, wir halten es erst einmal fest, das, was du liest aus Zeitungen, sind es erst einmal nur Worte, wo du Vorstellungen aufbaust. Da haben wir jetzt erst einmal diese Corona-Toten mit und an Corona.
Das ist schon mal der erste Fehler, wie das, jetzt muss ich bewusst wieder raumzeitlich denken, wie das mit Corona losgegangen ist, Sandra. Die haben einen riesen Fehler gemacht, dass die nie nachverstanden, warum der gestorben ist. Es ist in deutschen Krankenhäusern, es ist in der Schweiz nicht anders. Wenn jetzt einer eingeliefert wird, egal wie, von einem Unfall, Autounfall zum Beispiel, der kommt in das Krankenhaus, das Erste, was die machen einen Abstrich, machen einen Corona-Test. Egal, was er hat. Genau. Das heißt, wir haben jetzt einen schweren Unfall in Weißenburg, ich mache eine Geschichte, dann ist schwer verletzt einer mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Und der ist dann, der hat nicht überlebt, der ist 4 Stunden drauf, die haben ihn nicht durchgebracht. Wenn der Corona positiv getestet ist, ist ein Corona-Tod. Ja. Man geht mittlerweile davon aus, und das ist jetzt mittlerweile die offiziellen Zahlen, auch wenn du Altersschwäche nimmst, meine Frau hat es ja im großen Krankenhaus, es ist seit der ganzen Corona-Krise, ist im Weißenburger Krankenhaus nicht noch nicht ein einziger wirklich an den Grund Corona gestorben. Es sind etliche, die an Corona gestorben sind, was aber, wenn wir Corona nicht hätten, wäre das Ganze mal Grippe gewesen. Die muss nämlich klar sein, dass in Deutschland jetzt die letzten ausgedachten 50 Jahre im Schnitt, das sind offizielle Zahlen, je nachdem, wie das der Grippewinter ist, zwischen 15.000 und 45.000 Menschen an Grippe gestorben sind. Das war ganz normal, das hat überhaupt keinen gejuckt. Und jetzt machen wir einen schönen, jetzt kommen wir zu den Tests. Wenn du getestet positiv warst, ein Großteil von denen, die getestet werden, die wussten nicht einmal, dass sie es hätten, bevor sie getestet wurden, wussten die das gar nicht. Das heißt, man hätte aufschreiben müssen, wenn einer getestet wird, ob er überhaupt an Krankheitsanzeichen leidet, ob er Krankheitsanzeichen hat. Und wenn, wie stark. So, und ich mache jetzt einmal das Corona komplett weg. Wir hätten jetzt zurzeit in Weißenburg offiziell, wenn ich jetzt das, was ich dir erzähle, übrigens auch bei euch in der Schweiz, wenn wir jetzt in die Wintermonate reinkommen, sage ich einmal, Zürich hat mit Sicherheit eine Inzidenz schätze ich einmal so von 45.000 bis 50.000. Wenn du das jetzt begreifst, was ich dir sage, das hätte man jedes Jahr, vor Corona, jedes Jahr hätte man diese Inzidenz feststellen können. Wir machen ganz einfach, statt Corona testen wir ganz normal auf Grippeviren, auf Schnupfenviren. Geht davon aus, man sagt, dass es normal ist, dass jeder Mensch 2 bis 3 Mal im Jahr einen leichten Schnupfen hat. Einen Schnupfen, wo er gar nicht auf die Idee kommen würde, dass er zum Arzt geht oder dass er Ja. nicht auf die Arbeit geht. Der kommt von alleine und der geht von alleine. Und jetzt machen wir dasselbe Spiel, dass wir plötzlich anfangen, Tausende und Abertausende Menschen, Millionen von Menschen, 2, 3 Mal in der Woche auf Schnupfenviren zu testen. Dann hast du diese Inzidenz. Wenn dir jetzt keiner einredet, dass das unheimlich tödlich ist. Übrigens, die 18.000 Corona-Toten in Deutschland voriges Jahr, in der Liste ist es voriges Jahr nahezu kein aller einzig an Lungenentzündung gestorben. Das sind genau die Lungenentzündungen, die ganz Die normal waren, jetzt wo hier sich keiner vorum. den Kopf drüber Ja. zerbrochen hätte. Aber Das mir ist sagt so, was macht Gott im Angesicht all dieses Zeugs? Das habe ich dir mir. doch letztens erst eingestellt. Ich lache mir meinen kranken Arsch ab und ich lasse euch hin und her reden, soll ich nicht, soll ich mich testen lassen, soll ich mich impfen lassen oder nicht? Und dann ändere ich die Regeln. Auftrag des Teufels. Da ist nichts Negatives. Ich möchte irgendwann einmal, dass du schaust, was ist jetzt eigentlich da und was glaube ich und warum glaube ich das? Und Ja. jetzt kommst du zu diesen drei Kategorien der Fragen. Kategorie 1 kannst du total in der Pfeife rauchen, egal was dich interessiert, wer dran schuld ist, was das ist, wie das funktioniert, ist Kategorie 1 Fragen. Da baust du eine Vorstellung in dir auf, weil dir irgendeiner was erzählt. Meistens nicht einmal der Mensch, ob das jetzt du selber liest, ob es ein Pixelmännchen ist oder ob du auf einer Universität bist. Kategorie 2 Frage lautet jetzt auf, stimmt es oder stimmt es nicht? Ja. Du enthältst dich so oder so, weil du in eine Einseitigkeit landest. Jetzt könnte ich wieder sagen, ist jetzt eine Wohnung eigentlich ein Schlafzimmer oder Wohnzimmer oder Küche? Und du pockst drauf, dass nur eins davon stimmen kann. Was ist jetzt richtig? Die Katholiken oder die Protestanten? Oder die Calvinisten oder die Zeugen Jehovas oder Scientology oder die Moslems, die Sunniten oder die Schiiten? Was ist richtig? Begreifst du nicht den Wahnsinn? Ihr habt nicht begriffen, was die Tasse ist. Es sind kleine Untersysteme von was Größerem. Holo-Feeling ist das Allergrößte, was es gibt. Das sind alles Facetten, die für mich wichtig sind. Das ist mein Kabelstecker im Auto. Das sind so Beispiele.
ein Auto jetzt wieder als ein höherer Komplex, als Automobil, als Fortbewegung. Es ist kein Unterschied, ob ich den ganzen Motor ausbaue oder das Getriebe oder die Reifen wegschweige oder ich ziehe einen kleinen Kabelstecker ab, der die Zündung, den Strom zur Zündung bringt. Du weißt, das Ding funktioniert nicht. Mhm. Wie kannst du behaupten, dass der Motor wichtiger ist wie der kleine Kabelstecker zum Fahren? Du bist dieser kleine Kabelstecker für die Welt, die du träumst. Mhm, mh. Kabel ist übrigens der Abel, der den da keiner erschlagen hat. Ja, das ja. heißt nichts. Du hast mit deiner Logik das in dir erschlagen, was du bist. Was dieser Geist, der das alles erlebt, weil du ja plötzlich bloß noch ein Gehirn bist. Mhm. Von deinen sterblichen Trockennasenaffen. Stimmt oder stimmt? Das ist ja, ja. Das ist, gut, das gehe ich ja mal davon aus, dass du das rein intellektuell schon längst begriffen haben solltest. Ja, ja. Solange wie du dich mit Holofeeling beschäftigst. Und dein Ego schätzt sich einen Dreck drum, sobald du geprüft hast, geht es alles, kommst du voll ja. wieder in den Zweifel. Voll kann in den Zweifel. Ja. Es handelt also nicht überleben, Memo ist schon weg. Zeug. Weißt du, die sagt mir jetzt, ich muss seine Kennst du das? Ich bin doch du. Wie? Ich bin doch du. Ich sage immer, du musst dir das nicht vorwerfen. Das hat alles einen Sinn, auch das hat einen Sinn. Aber ich das ist das hinhergerissen. Ich will, dass du eine ureigenste Meinung kriegst und es ja. beginnt mit Vertrauen. Da gibt es so viele Geschichten in den Religionen. So viele Geschichten, wie es mit den Frauen wirklich ist. Ich habe gestern das Thema gehabt, weil ja viele sich jetzt beim Jurieren, jetzt nicht nur mit Krankheiten, das ist, es bleiben Figuren. Du musst erst einmal aufhören, mit irgendjemandem zu sympathisieren. Mit Empathie. Nochmal, Empathie heißt nicht Mitgefühl, sondern mit Leid. Mein Leid. Mein Leid ist Empathie. Dass nichts und niemand, den du denkst, keine Information, nichts Existierendes kann irgendetwas spüren oder empfinden. Mhm. Es ist alles Konstrukte deiner Logik. Die muss ganz klar sein, wenn dir jetzt einer mit, du denkst jetzt an deine Hand, die nur existiert, wenn du an deine Hand denkst, und wenn da einer mit dem Hammer voll die Kanne mit dem Hammer drauf hat, die Hand spürt es nicht, die du dir ausdenkst. Das ist was Existierendes. Und dein Gehirn, das du dir denkst, spürt es auch nicht. Du spürst. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und in einem Traum gibt es nur einen einzigen Geist. Das ist der, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Und zwangsläufig hast du jetzt eine Personifizierung. Du glaubst jetzt, irgendein ganz bestimmter Mensch zu sein. Und jetzt denk an deinen Körper. Das bist du nicht. Aber in dem Moment bist du der Protagonist, der den Joystick in der Hand hat, wie in einem Videospiel, und alle anderen sind jetzt bloß Makulatur, ein Dasein, müssen Figuren in deinem Traum. Darum sage ich immer wieder, glaube ich auch nicht, dass der Udo, der dir jetzt irgendwas erzählt, dieses Pixelmännchen der Lautsprecher, das ist doch das, was jetzt ist. Meinst du, dass der Lautsprecher wüsste, was er jetzt macht? Der macht das, was du dir denkst. Die Hand macht auch das, was du ihr tun lässt. Alles, was in einem Traum passiert, ist, weiß von dir geträumt wird. Alles, was der Udo jetzt erzählt, dieses Pixelmännchen, ist eine Figur in deinem Traum. Und der erzählt dir das, weil du das jetzt träumst. Und er genauso wie du es träumst. Die Figuren, die Existenzen haben keinen Einfluss drauf. Jetzt kriegst du mit dem Christus, der vorm Bücherregal steht, eine ganz andere, wenn ich sage, ich nehme alle Schuld auf mich. Ich kann doch mir nicht irgendwas ausdenken, zum Beispiel böse Menschen, korrupte Menschen und den Menschen, die jetzt in dem Moment entstehen, wo ich sie denke, vorwerfen, dass die so sind, wie sie von mir ausgedacht werden. Mhm. Das bringt es auf den Punkt. Und du bist ich, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Ich bin nicht dieser Gedanke, Udo, ich bin zuerst einmal der, der dich das denken lässt. Das ist aber der rote Bereich, der dir das Programm gegeben hat. Das ist das Göttliche. Ich kann immer nur sagen, glauben, ich bin wirklich der, die Leben, wenn ich nicht bin, du drin steht. Als Einstein habe ich elementare in dem Leben des Einsteins Sachen in der Formel übersehen, die ich jetzt mit Holofeeling richtigstellen will. Diese Physikbücher sind heilige Bücher. Die ganzen Physikbücher beweisen dir mit arithmetischer Sicherheit, dass außerhalb deines Kopfes, dass da überhaupt nichts existieren kann. Das ist die spezielle Relativitätstheorie von Einstein. Da gehe ich ganz populärwissenschaftlich im achten Band drauf ein. Ich betone immer wieder, du wirst von mir niemals hören, egal wer jetzt in dir auftaucht, egal was der behauptet, dass das nicht stimmt, was er behauptet. Mhm. Jetzt musst du nur das ein Beispiel verstanden haben. Er erklärt, er lebt in dem Wahn einer winzig kleinen Facette einer Perspektive, die er sich ausdenkt. Der Hengel ist rechts. Mhm. Hat er doch recht, wenn er das jetzt anschaut.
Das Problem besteht darin, tauche ich, lasse ich jetzt in ihn einen Auftrag, der behauptet, der Henkel ist links, geht die Streiterei los. Dasselbe ist mit Impfen oder Nicht-Impfen. Genau, das passiert dann im letzten Selbstgespräch habe ich ganz definitiv gesagt, dass die Motivation die gleiche ist. Ob du jetzt dich nicht impfen lässt, weil du panische Angst vor dem Impfstoff hast, oder dich nicht impfen lässt, weil du panische Angst vor den Viren hast. Und die, die sich jetzt, obwohl sie Impfbefürworter sind und die panische Angst vor den Viren haben, sobald ein Arzt zu ihnen sagt, du pass auf, du hast hier Asthma oder was, für dich kann der Impfstoff gefährlicher sein wie die Viren, dann lässt du dich nicht impfen, obwohl du dich gern impfen lassen würdest. Und die, die sich jetzt, obwohl sie totale Impfgegner sind, trotzdem impfen lassen, weil die unter Druck gesetzt werden, hier jetzt auch bei meiner Frau im Krankenhaus, und die sagen, okay, nachher wirst du entlassen. Und dann verlierst du den Arbeitsplatz und dann verdienst du kein Geld mehr und dann musst du verhungern. Es geht immer um dasselbe Spiel. Es ist doch nur Spiegelungen. Es sind nur Spiegelungen. Und du musst dich doch gar nicht entscheiden. Einseitige Entscheidung von Ja und Nein ist keine Entscheidung. Die Entscheidung ist, dass du die Scheiße einfach nicht mehr denkst. Wenn sich ein Gummi entspannt, ist er nicht mehr da. Ich bin da, um dich zu enttäuschen. Ist das was Negatives? Das ist hochinteressant. Ich betreibe mit dir eine absolute Gehirnwäsche. Ist das was Negatives? Zwei Seiten. Normalerweise, was du sagst, Gehirnwäsche ist, dass irgendeiner manipuliert wird. Ich manipuliere dich doch nicht. Ich hüte mich dir zu sagen, mach dieses oder jenes. Ich erkläre dir, was du bist und ganz grob, wie du funktionierst. Wenn du die Reife hast, wirst du damit was anzufangen wissen. Wenn nicht, dann fällt Holofeeling sowieso wieder aus dir raus. Das haben wir jetzt bei der Sandra mit dem Krebs, Entschuldigung, bei der Bianca mit dem Krebs. Die war vor 24, 25 Jahren in meinen ersten Vorträgen, eine Lehrerin. War ganz nett, aber irgendwann einmal ist sie halt wieder, hat es fallen lassen, das Holo-Feeling. Und dann über 15 Jahre später, wenn ich dir das zeige, kriege ich dann eine Meldung, sie ist schon Glatze mit Chemo. Jetzt ist sie wieder zusammen mit der Ritter, mit ihrem alten Freundin, die ist nach Weißenburg gezogen. Die war da mit ihr, die waren da bekannt. Die haben noch engen Kontakt. Die sagt, 15 Jahre Holofeeling-Studium habe ich jetzt, war für die Katz, weil ich mich nochmal dafür interessiert habe. Jetzt tut es ihr leid. Und ich sage dann, na, das musst du nicht leid tun, das ist eine Erfahrung, die du jetzt machst. Aber es ist immer wieder der Zwiespalt. Dann geht es wieder, wo wir das Video gemacht haben. Ich schicke es dir gerne, wenn du willst, wenn du es nochmal anhören willst, das Gespräch. Und jetzt ruft sie wieder, fast parallel zeitgleich mit dir ruft sie an, dass sie wieder einen vollen Rückfall hat, das Gesicht komplett zerfressen. Wieder mit Chemo und jetzt, ob sie sich eine Dröhnung reinhauen soll oder nicht, vor lauter Schmerz. Jetzt kommt natürlich das Mitleid. Ich habe kein Mitleid. Ich leide nicht mit Gedanken von mir mit. Es sind einfach nur die vier Stufen der Vergessenheit, wenn du die verstanden hast. Es wird niemals ein Gedanke von dir leiden, egal was du denkst. Nicht einmal der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Du leidest. Der Geist, der träumt, ist der Einzige, der den Traum erlebt. Du erlebst das Leid der ganzen Menschheit, die du dir ausdenkst, wenn du mit deinen Gedanken mitleidest. Das nennt man Sympathisieren. Sympathie heißt mitleiden. Aber was passiert jetzt damit, wenn du das machst? Es ist ein Akt von purer Unbewusstheit, weil du eigentlich wissen solltest, dass wenn du träumst, dass die Figuren in deinem Traum das gar nicht mitkriegen, dass sie von dir geträumt werden. Und egal wie du die träumst, voller Schmerzen, voller Krebs, es bleiben wie Figuren in einem fiktiven Film, in einem Zeichentrickfilm, einfach nur Erscheinungen. Ohne irgendeine Selbsterkenntnis oder Erlebnis, eigenen Erlebnis. Wenn du jetzt mitleidest mit irgendwas, was du dir ausdenkst, dann muss dir klar sein, dass du in dir das Leid vermehrst. Dein Leid. Du bist der das Leid verspürt, psychologisch wie körperlich. Wenn du doch aber jetzt verstehst, dass die reine Information als Ding an sich gar nicht leiden kann, wenn du Kreuzschmerzen hast, wer hundertprozentig keine Schmerzen hat, ist dein Kreuz. Du hast es Schmerzen, du Geist erlebst die Schmerzen, nicht das Kreuz, das du dir ausdenkst. Aber ich merke doch, dass mir das Knie weh tut. Ich sage, du merkst es, aber das Knie kriegt es nicht mit. Es ist eine Erscheinung, eine Information, eine Welle. Wenn dir das klar wird, kommt der nächste Schritt, dass du dann irgendwann einmal durch das, was ich dir jetzt erzähle, erkennst, dass die Sachen, mit denen du mitleidest, dass die als Ding an sich ja gar nichts mitkriegen. Dass das also ein unendlich sinnloser Akt ist. Mitleid ist ein unendlich sinnloser Akt. Aber es ist einseitig. Gibt es eine Möglichkeit zu leiden, ohne zu leiden? Sich zu fürchten, ohne sich zu fürchten? Das ist doch, wenn du einen Film anschaust.
Wie oft sage ich das? Du hast wirklich die Möglichkeit in einem Film, oh, ich freue mich schon, heute Abend kommt ein gruseliger Film. Oder ein Liebesfilm, da kann ich so schön heulen und dann lässt du dich reinfallen in deine Emotionen und dann heulst du, obwohl eigentlich genau genommen du das genießt. Ich sage immer, du kannst die ganze Palette von Gefilmen genießen, du musst nur wissen, du bist in deinem Kopfkino und du schaust dir einen Film an. Dir selber kann dabei nichts passieren. Drum machen für manche Menschen machen Gruselfilme ja total Spaß. Emotionen ansprechen, das hat zum Beispiel bei uns in Deutschland, wenn ich manche Zeitungen nehme, wie jetzt Syrien-Krise war, es war so erbärmlich manipulativ. Da waren die Zeitungen vorne bloß mit zerfetzten und blutüberströmten, eine halbe Seite nur ein blutüberströmtes Kind. Zerfetzte Kinderkörper. Das ist das, wie du Massen manipulieren kannst. Das war noch nie anders gewesen. Das ganze Framing, aber jetzt Cut. Nochmal, ich erkläre nicht, dass da außen irgendwelche böse Menschen sind, die dich manipulieren. Du träumst jetzt. Da ist auch keine böse Pharmaindustrie. Das wird alles so lächerlich. Ich sage dir, wenn du in die Tiefe gehst, da Zahlen, schon wenn ich dir die Zahlen immer gehe, du reflektierst es nicht. Mein berühmtes Beispiel mit dem Sechser im Lotto. Erinnerst du dich, Ja, Sandra? ja. Eins, die ich erzähle, ist immer wieder die 1 zu 14 Millionen. Die Helden, ich mache mal eine Talkshow, deutsche Talkshow. Und zwar kurz vor der Wahl war hier die kleineren Parteien, die normalerweise, hat ja jeden Abend waren ja Wahlsendungen von den großen Parteien, unseren großen Parteien in Deutschland, CDU, CSU, die Grünen, was halt hier die interessant waren. Wir haben ja kleinere Parteien auch, allen voran die Linken oder die AfDler, ganz links und ganz rechts will ja keiner was wissen, das sind ja E-Spinner. Und dann ist es so, dann wurde die Linke, was sie für Vorschläge machen, und dann hat es hier ganz einfach Kassen, also die Einkommensteuer total hoch auf 53%, die wir übrigens hatten, wie ich als UNO noch Geschäftsmann war, ich habe 53% Einkommensteuer gezahlt, das ist ja so sehr reduziert worden. Und dann sagen die Grünen, ich kann auch meine Marion hat sich aufgeregt ohne Ende, ich musste dann schmunzeln, die Sandra Weiss, die Anne-Will, das ist ja glaube ich in der Schweiz auch, wohnt die, Anne-Will, deutsche Talkshow. Jetzt pass auf, diese Anne-Will, die fragt die Linke, was ihre Steuervorschläge sind. Dann erzählt ihr jetzt erst einmal das Einkommen hoch auf 53%, wie wir das in die 80er Jahre hatten. Und bei mehr als 1 Million Einkommen netto Gewinn, 75% müssen abgegeben werden. Und dann hat die Anne-Will sich aufgeregt ohne Ende, dass zum Beispiel, wenn jetzt Menschen erfolgreich sind, die sich hocharbeiten wie unsere Corona-Helden, diese zwei, die BioNTech-Impfstoffe entwickelt haben. Wenn die sich hochgearbeitet haben, gönnen Sie denen ihren Erfolg nicht. Gönnen Sie denen ihren Erfolg nicht. Wenn die sich, dann kannst du nicht einfach, wenn die dann mehr verdienen, 75%, dass die abgeben müssen. So, und wenn du das jetzt hörst, wir bleiben mal rein weltlich. Ich sage, das ist so bizarr. Ich habe dir erklärt, was das Sechser im Lotto ist, wie du dir ungefähr 14 Millionen vorstellen musst. Du fährst 1400 Kilometer mit dem Auto und wenn du mal 1400 Kilometer mit dem Auto gefahren bist, dass du ein Gefühl jetzt als Gedanke kriegst, wie lange das dauert, wenn du 1400 Kilometer am Stück mit dem Auto fährst. Und wir stellen auf die 1400 Kilometer eine 10 cm Holzlatte. Entweder die ersten 10 Minuten oder die letzten 10 cm oder die letzten 10 cm oder irgendwo dazwischen stellen wir eine Holzlatte hin. Und auf diesen 1400 Kilometer, wo wenn du dich wirklich schickst und nur zum Pinkeln anhältst, du im Schnitt mindestens 14, 15 Stunden unterwegs bist, schmeißt du eine Münze aus dem Fenster und wenn du diese Latte triffst, diese 10 cm triffst auf diesen 15 Stunden Autobahnfahrt, hast du ein Sechser im Lotto, das ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 14 Millionen. Das, wenn ich jetzt im Hinterkopf habe, jetzt pass auf, diese Corona-Helden, das ist der neueste Stand, den kannst du in Deutschland nachschauen. Die haben das letzte Quartal 3,1 Milliarden Euro Gewinn gemacht mit dem Corona-Impfstoff. Das sind 3.100 Millionen Euro. Ich habe dir gerade erklärt, was 14 Millionen Euro sind. Die Stadt Mainz oder in der Nähe von Mainz, ein kleiner Kaff, die waren hochverschuldet, die haben 1 Milliarde haben die Gewerbesteuer überweisen müssen aufgrund dieses Einkommens. Die Stadt, wo die an der Goldgrube 12 heißt, die Firmenadresse, hat sich komplett saniert durch das Corona. Gönnen Sie denen ihren Erfolg nicht?
Jetzt stellt sich heraus, dass jetzt Prozess läuft, Hintergrund, dass die Zahlen so gedrückt sind, dass das Ding gar nicht funktioniert, dass das mehr Krankheiten aufwirft. Das sind natürlich jetzt immer aus dem Internet. Jetzt fängst du an, stochastisch zu suchen. Und das stochastische Suchen, dieses stochastische Trüffelschwein, bin ich so oft darauf eingegangen, das zielgerichtete Denken. Wenn du irgendwas aufschnappst und du informierst dich, achte auf meine Worte, du informierst dich, wo informierst du dich eigentlich? Sagst du mal in dir selber, du baust in dir Formen auf. Was ist die Ursache für diese Formen, die du in dir aufbaust, weil du dich informierst? Du gehst ins Internet, du holst dir Internetseiten. Und jetzt haben wir, jetzt hast du mal zwei, entweder einen dafür oder dagegen. Ja. Es ist absolut ausschlaggebend, ob du was glauben willst oder ob du es nicht glauben willst. Und du in deinem Traum verwirklichst, wenn du jetzt reingehst und du willst es glauben, sprich, lasse ich in dir nur Internetseiten auftauchen, die dich in deinem einseitigen Wahn bestätigen. Und wenn du was nicht glauben willst, lasse ich das in die Verschwörungstheorie, die hängt davon ab, was für ein Glauben du anhängst, dann lasse ich in dir immer mehr Seiten und Beweise auftauchen, dass die Scheiße nicht stimmt. Mhm. Weil ich dich komplett, ich bin ein Fan der Menschen und dann ändere ich wieder die Regeln, bis du selber zum Denken anfängst. Es schadet nicht, sich viele Sichtweisen anzuhören, wenn ich wissen will, was die Tasse ist. Aber es schadet extrem, wenn du prinzipiell nur diese Sichtweisen akzeptierst, die jetzt schon synchron mit deinem fehlerhaften Glauben sind. Du mauerst dich immer mehr in deinem fehlerhaften Glauben ein und lebst in dem Wahn, du wüsstest und alle anderen sind Idioten. Das ist doch das, was dir die Menschen in deiner Welt zurzeit vorführen. Ja, und du bist die Ausnahme in dem System schon aufgrund der Tatsache, dass du derjenige bist, der sich das alles ausdenkt. Du denkst es dir doch aus. Mhm. Ja, es sind doch deine Informationen, die es ohne dich gar nicht geben würde. Was ist ein Gedanke, wenn kein Denker da ist, der sich das denkt? Wo sind die Gedanken? Hier und jetzt in deinem Kopf? Beherrsche die Mitten dieses Kopfes, würden Himmel und Erde erschaffen, genauso wie ich mir das ausdenke. Ich denke bloß ein wenig komplexer wie ihr. Bist du schon ich. Und dann bist du ganz alleine und jetzt kommt das Schöne, das hat auch zwei Seiten. Versuch das niemals irgendeinem Menschen zu erklären. Es tut sehr gut, wenn einer redet oder was auftaucht, der in die Richtung mitdenkt, wo du dich aber bestätigt fühlst. Aber es sind ganz wenige mit Holofeeling, meine 100 Affen. Mit normalen Menschen kannst du überhaupt nicht reden, ob das die eigenen Kinder sind, ob das die Eltern sind, die Arbeitskollegen, du wirst merken, du rennst, das sind zwar je nachdem, wenn du einseitig bist, dieses heilige Ganze interessiert überhaupt keinen. Es kann auch nur, es soll auch nur einen interessieren, nämlich den Geist, der träumt. Mhm. Nur er kann es verstehen, niemals irgendeine Figur, die in die Erscheinung tritt. Ich erkläre dir, was ewiges Leben bedeutet. Ewigkeit bedeutet. Ewigkeit kann nur von etwas verstanden werden, was selber ewig ist. Eine vergängliche Erscheinung, eine Welle, die in dir auftaucht, wird niemals wissen, was das mehr selber ist. Die wird wieder zu dem, der immer ist, in dem Moment, wo sie wieder diesen da macht. Zu erkennen, dass du ein absolutes Nichts bist. Die Kleinsten werden die Größten sein. Das heißt, das absolute Nichts ist alles. Das ist Allah. Das sind die zwei Formen von Nichts. Mhm. Die Sprache ist ein Computerprogramm. Und du musst jetzt nicht den Kopf zerbrechen, weil wenn ich immer wieder sage, einfach nur zum Beobachter, zum bewussten Beobachter, werden dir bewusst machen, wie wieder, warum fürchtest du dich? Vor was fürchtest du dich? Eine falsche Entscheidung treffen zu wollen, hast du noch nicht verstanden, was eine absolute Entscheidung ist? Ja, du handelst immer noch hin und her, mache ich oder mache ich nicht. Du musst so eine feine Antenne denken, da sagst du, wie schon weg. Ist gar nicht meine Aufgabe, das zu entscheiden. Ich denke es einfach nur, aber dann ist es weg. Aber das geht halt nicht. Es kommt immer wieder. Es zeigt sich fest. Das ist mit Schweißausbruch. Du kannst einen Zwischenzustand kriegen. Ich habe in vielen ganz alten Selbstgesprächen immer wieder, nehme ich einen von dir ausgedacht, nur als Beispiel, wenn das Internet ausfällt zum Beispiel, wenn ich gerade was schreibe. Und das ist schlichtweg, das sind einige Probleme. Wenn du nachts nicht schlafen kannst, ist das Erste, wenn du dich beobachtest, dass du immer noch in dem Wahn lebst und meinst, wenn die Nacht rumgeht, ist es besser, dass in der Zukunft irgendwas passiert. Mhm. Du kannst mit einer hundertprozentigen Sicherheit überprüfen, dass in der Zukunft nichts passieren wird. Es kann nichts passieren. Du wirst nicht morgen sterben oder dich auflösen oder nicht übermorgen oder nicht in 10 Jahren. Wenn sich das auflöst, an das du jetzt denkst, wenn du an dich selbst denkst, ist es immer jetzt. Es kommt jetzt und es löst sich auch jetzt wieder auf. Das ist diese Drehung in der Achsen. Zeitliches Denken wegmachen in die Transversale, in die Z-Achse, puff,
Und dann haben wir den Spiegeltunnel, dann wirst du feststellen, es spitzt sich alles in einem ständigen Wechsel in einem einzelnen Punkt ab, der du selbst bist. Das ist der träumende Geist. Und du bist immer das Zentrum. Egal, was du um dich herum jetzt denkst, du hast einen vor dir, einen hinter dir, einen über dir, einen rechts und einen links. Du kannst jetzt den Kopf drehen, aber das ist immer Information. Du kannst jetzt an deine zwei Augen denken, dann wirst du feststellen, dass die irgendwie vor dir sind. Der jetzt sich die Augen ausdenkt, stellt sich die vor sich hin. Das ist eine Vorstellung. Das habe ich so oft gemacht. Mach die Augen zu, mach's nochmal. Mach die Augen zu, dann wird schwarz. Stimmt. Jetzt siehst du finster, das ist deine Information. Lass die Augen zu. Jetzt denk einmal vor dich, denk dir die zwei Augen und du wirst feststellen, der sich die Augen vor sich hinstellt, die sind jetzt irgendwie fast unmittelbar rechts und links vor dir. Wie wenn du dich aufstellst. Und jetzt, wenn du die als Kugeln denkst, die kannst du vor dir drehen, wie du die Hände auf und zu machen kannst. Und du spürst die jetzt. Aber das spielt sich alles in dem Zentrum ab. Und jetzt kannst du an deinen Finger denken, an der rechten Hand, mach das einmal, das ist nur Gedanke, der hat jetzt nicht existiert. Und jetzt tu mal deinen Arm hoch und klopf die auf die Schädeldecke. Klopf einmal auf deine Schädeldecke. Und dann wirst du feststellen, das klopft über dir. Der spürt es drunter. Das ist das dritte Auge. Du bist immer das Zentrum. Jetzt sage ich, klatsch, mach die Augen auf. Mach die Augen auf. So, und jetzt pass auf. Jetzt denkst du dir mal vorne, was ist vor dir? Schau mal in dein Geschichtsfeld. Ich sage auf deine VR-Brille. Die Brille ist ja VR-Brille. Da will ich übrigens auch noch mal was sagen. Das, was du jetzt dreidimensional vor dir siehst, ist ja deine Information. Jetzt schau mal kurz den Bildschirm an. Der neueste Stand technisch, der VR-Brille, der neueste Stand, kann man jetzt rede ich wieder normal raumzeitlich, logisch für dich. Es gibt mittlerweile eine VR-Brille zu kaufen, wo die Lämpchen, die Rot-Grün-Blau-Zäpfchen in deinem Auge sind, ja die Moni auf dem Monitor haben wir Rot-Grün-Blau-Lämpchen, wo die Pixel auf der VR-Brille die Größe haben von den Zäpfchen in den menschlichen Augen. Das heißt, das Ding kostet 6.500 Euro. Diese VR-Brille hat mittlerweile exakt dieselbe Auflösung wie ein menschliches Auge. Du kannst auch eine Kamera bauen in der HD-Auflösung. Und wenn du jetzt eine 3D-Aufnahme machst, hier mit einer Kamera, und jetzt pass auf, ich mache es mal so, dass die haben übrigens so Versuche gemacht, dass wenn du jetzt die Brille, du schaust in den Raum rein und du setzt dir dann diese VR-Brille auf, du siehst keinen Unterschied mehr. Das heißt, das Bild, du siehst praktisch keinen Unterschied mehr zu dem hier. Bloß jetzt, sobald du das aufhast, weißt du, hier ist Schluss. Das macht dein Computer. Ich sage, ich bringe dir jetzt immer mehr Beweise, dass du in einer Matrix bist. Du spielst zurzeit ein 3D mit einer VR-Brille aus der Ego-Perspektive ein Spiel, wo du meinst, du läufst durch den Raum, wenn ich das sage. Vergiss es, es tauschen sich nur Bilder aus. Ich setze dich in Bewegung. Du kennst doch die ganzen Beispiele. Aber du hast noch nicht, du hast es begriffen, es erscheint dir logisch, es ist nicht installiert. Es ist das normale Geschwätz. Deine Schwamminhalts ist noch viel mächtiger. Das ist das Problem. Also ja, mit dieser Chemo und dass ich das Gefühl habe, ich muss mich jetzt entscheiden und ich muss jetzt 6 Wochen nach dieser großen OP, muss ich spätestens anfangen, damit diese Krebszellen, die noch im Bauch sein Das können. ist wie mit den Viren, Sachen, die noch nie einer gesehen hat, aber pass auf, mir ist es vollkommen gleichgültig, wie du dich entscheidest. Es wird auch an dir selber, das ist die Sache, ich mache das jetzt extra noch komplexer. Das heißt jetzt normal Kirchen oder was, die sagen, du musst das tun, was wir wollen, sonst kommst du in die Hölle. Das geht auch hier vier Seiten. Das kann richtig sein und verkehrt sein. Das hilft dir aber nicht weiter. Es kann sein, dass der Chemo machen lässt und die ganz scheiße für dich ist oder dass er dir hilft. Aber Tier ist immer Tier. Es ist vollkommen gleichgültig. Wie sieht es jetzt aus, wenn du jetzt wirklich, was ich sage, bewusst eine Rolle spielst und einfach das Drehbuch laufen lässt? Dass du als Schauspieler, egal welche Rolle du spielst, ob du einen gesunden, einen kranken, einen bösen oder einen guten spielst, du spielst einfach die Rolle. Ich sage, ich lasse deine Rolle unangetastet. Holo Feeling sagt nicht, was du an der Rolle verändern sollst, weil ich das, was dieses Rollen um das Zentrum herum, das du selbst bist, das steuere sowieso ich und du selbst. Das heißt, ich lasse dich an den Fäden ziehen und darum geht es gar nicht. Das heißt, wenn du wirklich der Beobachter bist, ich sage, mach dich zu einem, der sich selbst beobachtet. Du hast einen Traum und du sollst den Fokus verlagern, wie dein Programm, der Sinn des Lebens ist, dieses jetzige Programm zu durchschauen, dein Ego zu durchschauen, wie es funktioniert, was dich interessiert, was du nicht haben willst. Du sollst dir dessen bewusst werden, wo die Einseitigkeiten sind. Dazu musst du der Beobachter von dir selbst werden. Dieser Beobachter, wenn du der bist und der bist du, wenn du vollbewusst jeden Moment schaust, was für eine Information vorliegt, und dann ist deine Zuneigung oder Ablehnung,
ist eine Information von dir. Die Angst, hin und her zu trampeln, mache ich es nicht, ist auch eine Information von dir. Die sind immer nur in dem Moment, wo sie da sind, und die sind immer jetzt da. Wenn du jetzt verstehst, dass du als dieser Beobachter das vollkommen wertfrei dir bewusst zu machen hast, wie dein Programm reagiert, agiert, was haben will, was nicht haben will, dass dieser Beobachter gar keine Entscheidung treffen muss. Ja. Das ist der Schlüssel. Das ist wie zeichnen ein Quadrat mit drei Strichen. Ich rede von einer komplett anderen Ebene. Die Erkenntnis, dass du als Brösel im Traum mit deinem Programm überhaupt keine Freiheit hast. Ich bringe es auf den Punkt, ein träumender Geist hat nicht die geringste Freiheit, er wird das träumen, was ihn Gott träumen lässt. Diese die totale Erkenntnis seiner eigenen Unfreiheit ist wie eine Seite einer Welle. Muss das genaue Gegenteil auch da sein. Das genaue Gegenteil ist die Erkenntnis, dass ich als Beobachter ja überhaupt nichts falsch machen kann, weil ich mich ja nirgends einmische. Ich schaue ja bloß, wie ständig sich irgendwo eingemischt und einseitig gewertet wird. Dieser Zustand zu schauen, ohne die Wertungen und die ganzen Urteile und Fragen und Wünsche und egal was es ist, einfach nur sich anzuschauen und sich deren Unvollkommenheiten bewusst zu werden. Der, wenn du bist, kannst du ja gar keine falsche Entscheidung treffen, weil du gar keine Einseitigkeit anstrebst oder ablehnst. Du schaust dir dieses ständige Wollen von Einseitigkeiten und Ablehnen von anderen Seiten, von den verkehrten Seiten, du schaust dir das einfach an, ohne darauf zu reagieren. Dann bist du der reine Geist, dann bist du ich. Das ist der Leser eines Buches, der mit ständig wechselnden Informationen aufgrund eines Buches, eines Programms konfrontiert wird, der aber selber das genießen kann, so wie du einen Roman genießt. Auch die Ängste, die da sind, das Mitfiebern, das Mitleid, das Mitfreuen. Aber in einer Art und Weise, die man ganz selten beschreiben kann. Ich sage immer wieder, wenn jetzt, heute Abend kommt ein toller Gruselfilm, ich freue mich schon. Ich sage, wie krank ist denn das? Der freut sich drauf, dass er sich fürchtet. Oder bei Liebesfilmen, die Schmalzfilme, wo du da sitzt und die Tränen laufen dir runter. Ist jetzt das schön oder nicht schön? Es kriegt eine vollkommen neue Qualität, weil nochmal, du kannst die ganze Palette, den spannenden Krimi, du kannst alles genießen, weil du ja was, mir passiert ja nichts. Ich bleibe immer derselbe Geist. Einfacher kann ich es in deiner Logik nicht ausdrücken. Ja, genau. Das ist die Weisheit. Das ist die Weisheit. Und es geht, es kann nur ich verstehen. Ich. Du musst ich werden. Darum sage ich ja, mir gehen Menschen am Arsch vorbei. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken. Sandra, die ist bei mir, die existiert in meiner Welt nicht, wenn ich sie nicht denke. Ich rede jetzt als Udo. In der Udo-Welt, das Udo-Buch. Die taucht da mal auf oder nicht? Oder die Bianca. Dann kommt natürlich hier jetzt mit der Ritter, dann ruft mich die Bianca, hat dich die Bianca erreicht, dann klingelt das Telefon, ich gehe da eh fast nicht hin, dann gehe ich, dann höre ich irgendwelche Stimme am Telefon hören. Ja, geht so schlecht, das Gesicht fällt wieder auseinander. Nur eine Stimme am Telefon, was mache ich aus diesen Geräuschen? Weißt du, wie oft ich sage, wir sind jetzt meinetwegen, wie wir beim Redo waren, wir feiern, wir lachen, wir erzählen schöne Geschichten, dein Handy klingelt, du gehst hin und dann ist irgendeiner falsch verbunden. Gut, wir feiern weiter, das Handy klingelt und du kriegst dann irgendeine Hiobsbotschaft, wenn ich mal wieder sage, hier, deine Tochter hat einen tödlichen Unfall oder sonst was. Es ist doch nichts anderes, es sind einfach nur kleine Geräusche, Worte aus dem Lautsprecher. Und dann kannst du noch mal schauen, wie deine Maschine funktioniert, wenn du sowas kriegst jetzt, deine Hiobsbotschaft. Ja, also es war extrem, oder? Das ist wirklich auf, ob jetzt das aus einem Telefonhörer kommt oder ob das ein Pixelmännchen nur im Traum sagt. Ja. Es ist eine Maschine. Und du bist nicht diese Maschine. Du musst jetzt eins aufsteigen. Das ist kein esoterisches Geschwätz. Das kann jeder, wenn du Geist bist. Und ich sage, selbst wenn du jetzt 13 wärst, ich habe ja einige, meine Esther zum Beispiel, oder jetzt hier die Nele, die ist zwar 22, die wird immer cooler. Die hat so Probleme auf der Arbeit, natürlich mit Liebschaften. Und dann bringe ich meine alten Beispiele, wenn du 14 bist, wenn du 22 bist.
Bei der Esther, so, jetzt stell dir vor, du wärst 6, wenn du 6 bist, so, ich stell dir vor, du kriegst ein Brüderchen, wenn du 22 bist, bei der Esther, soll ich jetzt denken, du wärst die Esther mit 14, da lächelt die 22-Jährige, sie weiß ja, wie das war, wie man Pubertät und in die Disco geht, aber jetzt habe ich Probleme. Und was denken wir, was denkst du von einer 22-Jährigen in ihrer Liebschaft? Das ist, du kannst nach oben, nach unten schauen, aber du kannst auch schon als 20-Jähriger das Prinzip verstehen. Es wird dir nichts nützen. Ich sage, du musst das Leben trotzdem durchleben. Das bleibt keinem erspart. Aber es ist ein Riesensegen, wenn ich das schon weiß. Ich kann mich immer wieder die Notbremse ziehen. Aber was das dann nützt, Sandra, siehst du an dir, wenn du drin steckst. Du hast so Phasen mit rauf und mit runter, mit rauf und mit runter. Aber glaub mir, werd noch ein bisschen älter und du wirst immer gelassener. Wenn Geist ist und du das verstehst, und dann ist kein Hauch mehr, dass du länger da sein willst oder jünger sein willst oder einen anderen Körper haben willst, das löscht sich komplett aus. Ich für meinen Geist auch immer wieder, nichts ist für mich uninteressanter wie der Uran, den ich denke. Der geht mir total am Arsch vorbei. Wer mir überhaupt nicht am Arsch vorbeigeht, ist der, der mich jetzt ausdenkt. Alles, was ich mache, mache ich für den, der mich ausdenkt. Mhm. Das bist du. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst, das ganze Holo-Feeling habe ich nur für dich gemacht. Und jetzt können wir uns viele, viele Figuren denken und das macht dich trotzdem allein. Du kannst nur ins Eintreten, nur ins Austreten, es kostet keinen Pfennig Geld, noch freier kann man es nicht machen. Ja. Wenn jetzt wieder Figuren in dir auftauchen, das ist eine Sekte und all das Zeug, es ist dasselbe Geschwätz, es ist ein verdammter Test, du wirst getestet, ob du zu denen wieder gehörst, ob du nur mal sicher gehst, das ist der verkehrteste Weg überhaupt. Oder ob sich in dir irgendwas entwickelt, was ich rot geschriebenes Selbstbewusstsein nenne. Ich erkläre dir, was du bist. Du bist ich selbst. Wir sind der, der uns jetzt ausdenkt. Und dieses Wir ist rot gelesen. Das ist bloß einer. Obwohl ich mir den als zwei denken kann. Nämlich einen, der vom Bücherregal steht und ein Buch in die Hand nimmt und zum Lesen anfängt und ein Leben erlebt. Das ist aber dasselbe. Der, der vom Bücherregal steht, verliert sich bloß nicht in dem Leben. Er vergisst niemals, wer er ist. Egal, welches Leben er lebt. Das nennt man eine bewusste Inkarnation, im Fleisch geboren werden. Wenn ich wiedergeboren werde, werde ich wiedergeboren in deinem roten Kopf. Das ist meine Bühne. Und da gibt es nur einen einzigen, aber was in dem roten Kopf? Es ist ein Computer, wo ich tausende von Filmen laufen lassen kann. Auch Videospiele. Es bleibt immer dasselbe. Das ist ich bin du und du bist ich. Das ist das Geschenk. Also lass den Kopf nicht hängen, der nicht existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Ich meine den blauen Kopf. Mhm. Und du kannst jetzt anschauen, wie der Sandra wieder hampelt und wieder in Zweifel kommt und doch auf eine Nummer sicher gehen will. Aber diese Nummer sicher ist nicht die Nummer sicher. Und da ist es gleichgültig, ob du Nummer sicher betrachtest, dass du keine Chemo machen lässt oder ob du das als Nummer sicher betrachtest, dass du eine Chemo machen lässt. Das ist in beiden Fällen eine Entheiligung. Die Frage stellt sich nicht, wenn du weißt, um was es sich alles dreht. Um was dreht sich das eigentlich alles? Um dich selbst. Aber das, was du bist, verändert sich dabei nicht. Es hat sich noch nie verändert in deinem Leben. Du bist immer noch dasselbe Ich. Das Rote, wo ich jetzt, dem ich das erkläre. Egal, welchen Körper du dir jetzt denkst, den aktuellen oder jüngere oder ältere. Die ganzen Körper existieren nur, wenn sie von dir gedacht werden. Die ganzen Menschen existieren nur, wenn du sie denkst. Dein heliozentrisches Weltbild existiert nur, weil du es denkst. Jetzt denk wieder, du bist der Computer. Was prinzipiell auftaucht, hängt von dem Wissen ab, das du zum Denken benutzt. Und da benutzt du ein absolutes Nichts. Da werden so unendlich viele Seiten, das sind, wie ich immer sage, die Feinde. Alles, was du jetzt bekämpfst und nicht haben willst oder was dich überhaupt nicht interessiert. Schau, ich habe mit Leuten Folgendes gemacht, mit einem Übersetzer. Ich bin hier und jetzt, haben wir uns das russische Internet ausgedacht. Ganz normale Standardzeiten, so wie bei uns jetzt in Österreich oder in der Schweiz oder in Deutschland Standard-Tageszeitungen gibt. Und dann haben wir mal geschaut, was die russische Medienlandschaft hier über die NATO und die Amis denkt. Es ist hochinteressant, wenn du nur von morgens bis abends das eingesetzt bekommst. Dann ist das personifizierte Böse. Wenn ich die westlichen NATO, unsere Zeitungen anschaue, ist der Putin und die Russen die Bösen. Sag mir, mit wem du gehst und ich sag dir, wer du bist. Mhm. Sag mir, mit welchen Menschen du dich umgibst und ich sag dir, welche Themen in deinem Kopf rumspucken. Genau. Es ist doch so simpel und so einfach zu erkennen. Und wenn du mal losgelassen hast, dass irgendwas, auch wenn sich das alles widerspricht, dass das vollkommen gleichgültig ist, es geht um das Prinzip im Hintergrund, dann merkst du plötzlich, wo du dich festhältst. Dann kommt das Verzichten, irgendwann einmal loslassen.
Es wird nie was Neues in dir auftauchen, bis in alle Ewigkeit. Du wirst es wiederholen und wiederholen. Du wirst nicht erlöst werden durch das, dass sich dein Körper auflöst. Der wird immer wieder auftauchen. Zwar in einer verwandelten Form, innerhalb deines Lebens, vom Säugling bis zum Greis und dann in anderen Büchern, die du liest. Das ist in dem letzten Selbstgespräch, habe ich Auszüge gemacht, wo ich sage, es ist ein Unterschied, ob du bewusst inkarnierst, das heißt bewusst hier auftauchst, ohne zu vergessen, wer du bist. Keine Sekunde, du darfst nicht einen Augenblick vergessen, wer du bist und was deine Gedanken sind. Ich bin immer, meine Gedanken kommen und gehen und kommen und gehen und kommen und gehen. Oder ob du das unbewusst machst, mit der totalen Verwechslung wieder mit dem Menschen, der du zu sein glaubst, mit dem sterblichen Säugetier, was du ums Überleben kämpfen, um einen Arbeitsplatz kämpfen. Und das sind auch solche Sachen, wo du dann immer wieder von vorne anfängst als Säugling. Jetzt einmal als Buch lesen. In dem Moment, wo du bewusst inkarnierst, passiert das, was jetzt passiert, wenn du, sag mal, irgendeinen spannenden Roman, ist dir schon mal aufgefallen, dass bei den meisten, ob du einen Dan Brown liest oder einen James Bond liest, bei diesen ganzen Geschichten, dass diese Geschichten nicht beim Säugling beginnen oder beim Schulkind beginnen, sondern wenn die Geschichte einstartet, bist du eigentlich schon der Agent oder die Supergirl oder der Erwachsene. Das ist das, wenn du bewusst inkarnierst, wenn du auf der Bühne gehst als Schauspieler, gehst du in eine Rolle rein. Und dann startet dieser Film diese Geschichte schon als Erwachsener, weil es ja keinen Sinn macht. Die Hosenscheiße und ich muss sprechen und schreiben und lesen lernen, ist dann einfach abgehakt. Mach jetzt einen kleinen Tipp für deine Zukunft. Aber es ist dann eh alles ganz anders. Auch hier gilt das Prinzip, ich muss eine höhere Ebene, versuche ich jetzt einer niedrigen zu beschreiben. Und es geht nicht. Du kannst als Erwachsener, kannst du einem dreieinhalbjährigen Kind nicht erklären, was es ist. Oder ein Sechsjährigen, wir haben diese Stufung. Du kannst von nach unten sehen, du merkst, es geht. Und selbst wenn man es prinzipiell verstehen kann, darum sage ich nochmal, wenn du jetzt so 14-jähriges pubertierenden Jungen oder Mädchen nimmst, dem seine Wünsche, was die Alten erzählen, der weiß genau, was richtig ist und was er braucht und was für ihn wichtig ist. Das ist so. Auch die Mode, Zungenpiercing, wenn ich anspreche, oder Tattoos jetzt, wenn in deiner Welt die Figuren in deinem Traum, diese Avatare. Du kannst doch den jungen Burschen, die du so aus Medien und Fernsehen jetzt, diese C-Promis oder was, wenn sie zugepflastert sind, mit aufgespritzten Lippen, botthässlich, diesen Mainstream, wo die Influencer, das ist ein Virus, der hier ausgebreitet wird. Und dann kommst du irgendwann einmal mit Neugier, wie es funktioniert, in die Welt. Ich erzähle dir was. Pass auf, ich sage doch immer wieder Gedankenwellen. Wir haben eine Hand. Okay, und Gedanken, sage ich, sind Gedankenwellen. Und wir wissen, Wellen jetzt in der Physik bauen ja auf dem Einheitskreis auf. Der Einheitskreis hat vier Phasen. Und da kannst du dem jetzt einen Sinus raus. Das muss man jetzt nicht wissen, aber ist eigentlich Grundwissen, hast du in der Schule Sicherheit einmal gelernt. Und jetzt pass auf, jetzt wird es interessant. Da gibt es auch diese berühmte 1-4er-Struktur. Schau mal, jeder Gedanke, wenn man den einen Gedanken jetzt als eine klassisch abstrakte Sinuswelle betrachten, wo ja nicht erst der Berg und dann das Tal kommt, weil wir konstruieren ja nur die Blickwinkel aus einem Einheitskreis heraus auf eine Zeitraumachse. Lass einmal das auf dich, ein kleiner Tipp von mir. Ein Gedanke, okay, besteht aus vier. Was meine ich damit? Vier Existenzen. Vier N. Aus Viren. Bingo? Viren. Das, was du hast, der Gedanke ist ein Virus. Aus 4N. Nämlich plus, 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 minus, 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 plus. Ein Gedanke besteht aus 4N und das ist ein Virus. Und jetzt kannst du vielleicht einmal nochmal den Film Inceptions anschauen, wo in Traum, in Traum, in Traum, in Traum, da geht es nämlich, Gedanken sind Viren. Mit denen hast du dich angesteckt. Nicht mit irgendwelchen. Dir muss klar sein, nach heutiger schulphysikalisch-chemischer Definition ist ein Virus so unvorstellbar klein, dass du ihn nicht einmal unter dem Elektronenrastermikroskop siehst. Auch die menschliche DNA. Wer hat ihn dann eigentlich entdeckt? Wer hat das Atom entdeckt? Das Mendeleysche Periodensystem. Wie wird es einen entdecken? Es ist irgendwann einmal, ich sage jetzt,
Du denkst jetzt einen aus und jeden, den du denkst, der entsteht hier und jetzt in deinem Kopf, weil du ihn denkst. Die Ursache, dass du ihn denkst, weil auf deinem Schwamminhalt drauf ist. Man hat dir das erzählt, es wurde in dir ein. Schon die Sache, man hat dir das erzählt, erfordert schon wieder ein Denken an eine Vergangenheit. Es ist nie was in der Vergangenheit gewesen. Du hast ein Programm. Und egal, wen du denkst, ob du dir einen Udo ausdenkst oder einen Einstein oder einen Sokrates oder einen Jesus, du kannst den nur denken, du bist der Computer, wenn der in deinem Arbeitsspeicher drin ist, wo man dir das erzählt hat. Kannst du es nachvollziehen? Ja, und wenn du jetzt an eine Maschine denkst, ja. Denk, du bist der Computer. Ich sage immer an einen Verbrennungsmotor. Dann baut sich in dir ein Verbrennungsmotor auf, in deinem Kopf. Als Vorstellung, aufbauend auf Wissen. Und dieser Verbrennungsmotor mit den Kolben, was auch immer, und den Zündkerzen, wird genauso funktionieren, wie du denkst, dass er funktioniert. Und wenn du an die Erde denkst, denkst du an eine Kugel, die sich um die Sonne herumdreht. Und das ist nur deshalb, weil du es denkst, hier und jetzt in deinem Kopf, und es ist, weil dieses Wissen, diese Daten in dir drin sind. Hätte man dir was anderes erzählt, würdest du dir was anderes ausdenken. Jetzt springe ich wieder zu den Semmelweis, Sandra. Das ist eine Geschichte, das sind Märchengeschichten. Und jetzt nochmal, bewusst normal chronologisch gedacht, so wie du ein Leben lang gedacht hast, die ganze Elite der europäischen Mediziner, wenn du schaust, die damals die niedergemacht haben, das sind welche, die du jetzt mit Nobelpreise in deinen Büchern findest, haben sich massiv gegen diese Erkenntnis gewehrt. Im Nachhinein war es keiner. Meinst du, dass sich das jemals verändert? Wir haben jetzt keinen anderen Zustand. Der Großteil der seriösen Mediziner wissen ja. Und die können, du sagst, das gibt es doch gar nicht. Die Beweise waren nicht so vielfältig. Die Krankenhäuser Österreich macht total Lockdown. Es ist reines faschistisches Geschwätz, wenn du dem Bundeskanzler die Rede, wie er das verbreitet hat, und ab Februar soll Zwangsimpfung sein in Österreich. Es ist wirklich dieses Geschwätz und er sagt, all die Kräfte hier, die verschwurbelten Aluhutträger, die irgendwas anders sagen, man soll sich da nicht irreführen lassen, man soll zum Impfen gehen. Und eben das Österreich hat, fällt ja, jetzt der Name nicht ein, wenn du recherchierst, in Österreich gibt es eine kleine Gemeinde, die ist fast mit 99% durchgeimpft, die haben Impfdurchbrüche ohne Ende, das sind mehr Corona-Kranke wie sonst wo angeblich, steht da drin. Und dann kommt immer noch, ihr müsst euch impfen lassen. Na eben, es hat sich doch schon längst widerlegt. Ist denn da außen keiner, der das versteht? Ich sage, nee. Wie viel Scheiß muss ich dir noch einspielen? Du erwartest immer noch das Gedanken von dir. Das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Du musst es ja keiner erklären. Du musst da keinen missionieren. Das reicht, wenn du das verstehst. Du bist sowieso der Einzige, der das raffen kann. Aber eben die Handlung dann, eben das bin ja nicht ich, die handelt, das ist dieses Problem, oder? Für mich war das jetzt gar nie eine Frage. Aber ja, ist klar, weil du andere Probleme hattest. Also jetzt habe ich ja andere Probleme. Jetzt sagen Sie mir mit der Chemo, wenn ich kein Immunsystem mehr habe, muss ich 3 Impfungen machen. Was auch immer die dir erzählen. Das ist, ich sage, wenn du der Beobachter warst, näher kann ich dir nicht kommen. Ich habe auch ganz klar betont, dass mir das vollkommen gleichgültig ist, ob du das machen lässt oder nicht. Du wirst eh das machen lassen, was ist. Aber es wird nicht in der Zukunft passieren. Wenn du einfach nur ich bist, ich beobachte ganz wertfrei, meine Sandra. Ich bin immer dabei. Glaub es mir, ich war schon immer dabei, wie du von mir überhaupt noch keine Ahnung gehabt hast. Magst du mich vielleicht Gott oder Jesus genannt haben? Ich spiele doch deine Rolle. Und ich beobachte das. Ich schaue einfach, was du magst. Und wenn du ich bist, ist es vollkommen gleichgültig. Das ist wie wenn du ein Drehbuch gibst und du gehst auf eine Rolle und du spitzt einfach den Faust oder den Mephisto oder den Hamlet. Du spielst einfach die Rolle. Sage ich nicht fast vor jedem Selbstgespräch, ich lasse deine jetzige Rolle, die du spielst, vollkommen unangetastet. Ich mische mich da gar nicht ein. Du lernst durch das. Wenn du was richtig machst, wenn du es immer richtig machst, bist du unvollkommen, weil du nur diese Richtung siehst. Und du lernst nichts Neues kennen. Dein Leben wird sich tausende Male wiederholen. Ein Tag ist wie 1000 Jahre, weil du immer alles richtig machst und die ganzen Kehrseiten, alles wirst du nie zu sehen bekommen. Das wirklich Neue ist nicht, was du dir jetzt hochrechnest. Wenn du dir jetzt eine bessere Welt ausdenkst, ist deine Vorstellung von besser aufbauend auf dem Mist deiner jetzigen Logik. Und jetzt haben wir wieder das Problem. Was ist besser, Sonnenschein oder Regen? Ja. Frag einmal einen Bauern. Was ist besser? Krieg oder Frieden, es ist nichts anderes. Ich erkläre das immer wieder.
Das Neue kommt, wenn das Alte zerstört wird. Es gibt kein Schulkind, wenn von dem Säugling nichts mehr, kein Atom. Es heißt doch so schön, dass hier definitiv in der Schulmedizin, das sind alles heilige Bücher, dass spätestens alle 7 Jahre an dem menschlichen Körper kein Atom mehr so ist, wie es vorher war. Es hat sich komplett erneuert. Wenn du in die Schule kommst, ist definitiv von dem Säugling kein einziges Atom mehr da. Was willst du dann am Leben erhalten? Was ist jetzt von dem Schulkind da ein Gedanke, das du dir denkst? Ein Hauch. Was ist von der 20. Sandra noch über? Ich habe zu meiner Inge zum Beispiel gesagt, die ist jetzt 80. Und da geht es extrem dreckig. Und dann sage ich, halt einmal die Hand vors Gesicht. Was siehst du? Ja, die Hand einer uralten Frau, nur noch Haut und Knochen. Das, was du jetzt sagst, was meine Hand ist, es ist im Prinzip, kann die maximal 7 Jahre alt sein, wenn das stimmt, was die Schulmediziner dir erzählen. Das ist natürlich immer noch logisch, weil es ist ja vor 7 Jahren, hat es die Atome ja noch gar nicht gegeben. Also können die nicht 80 Jahre alt sein. Ich sage, du wirst merken, wenn du so anfängst zu denken, dass es alles nur Geschwurbel in deinem Kopf ist. Es hat seinen Grund, wenn ich sage, das Wissen deiner Menschheit ist für mich das Wissen einer Schimmelpilzkolonie. Das ist hier so rechnend, wenn wir sagen mal, die Menschheit wäre Hochleistungscomputer. Das ist also noch Abacus Rechenschieber mit Steinchen. Das sind dann die Hochleistungscomputer für mich. Klingt jetzt so unendlich, unglaublich, aber es ist wirklich so. Das ist jetzt, du bist zurzeit in einer Bewusstseinsentwicklungsstufe, die unterste Stufe, wo man überhaupt Geist, einigermaßen ansatzweise geistreich kommunizieren kann. Indem ich dir zuerst erkläre, was du bist der, der das alles erlebt. Ohne dich gibt es das nicht. Es gibt deine Gedanken ohne dich nicht. Und egal, was du denkst, das verändert nichts an dir. Und wenn ich dich jetzt nochmal frage, ich frage den Geist, der das sich jetzt ausdenkt, der mich ausdenkt. Wo kommst du her? Ist da jetzt immer noch was in dir drin, das sagt, ich wurde in der Vergangenheit von meiner Mutter geboren? Wann hast du zum Denken angefangen? Das sind die Sätze in Holofeeling. Ja. Ja, mit 3, 4 Jahren. Ich sage, das sind doch alles Gedanken von dir. Jetzt. Du kannst bloß jetzt denken. Und jeden neuen Gedanken, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Und der neue Gedanke taucht jetzt auf. Und in dem Moment, wo der neue Gedanke auftaucht, das ist die Gnade, die sich umformt. Sobald du dir, Geist, eine neue Form, eine neue Information gibst, wird mit der neuen Form, im selben Moment, wo du die neue Form der Gnade gibst, wird der bestehende Form vernichtet. Ändert an der Gnade an dir selbst gar nichts. In dem Beispiel, es hebt jegliche Form von Religion und Naturwissenschaft aus den Angeln, wenn du das verstehst. Und du wirst jetzt irgendwann einmal erkennen, das kann nur Geist verstehen. Nämlich du oder irgendwelche Figuren, die auch begriffen haben, dass sie dasselbe Ich sind. Das ist jetzt, wenn du dich mit Reda und mit Jana unterhältst. Oder mit der Betty. Die sind natürlich im normalen Alltag genauso vergesslich wie du. Ja. Oh. Weißt du, bis ich jetzt diese Situation bekommen habe, konnte ich mir das immer wie bewusst machen. Es war ein Geschenk. Sandra, es war ein Geschenk. Ich sage immer wieder, denk an den Gegen. Das Positive, du musst zuerst einmal alles um 180 Grad drehen. Ich sage, wenn jetzt du eine Nachricht kriegst, dass du, was weiß ich, 5 Millionen Euro oder Schweizer Franken gewonnen hast, das ist was eine Boshaftigkeit von mir. Weil du wirst dann wieder voll in diese Weltlichkeit und in die weltlichen vergänglichen Wünsche reinrutschen. Und das ist ein Geschenk, weil das zwingt dich jetzt, dass du wieder anfängst, dir wirklich Gedanken machen, was bin ich und was ist der Sinn des Lebens. Mhm. Wenn dir wieder voll bewusst wird, wie vergänglich das ist, mit dem du dich ein Leben lang verwechselt hast. Mhm. Schon wenn ich immer sage, vom Säugling bis zum Greis, das war doch noch nie anders. Und du kannst dann von unten nach oben sehen. Das ist jetzt, man erzählt dir, ja, du wirst dann aus der Schule rauskommen, dann wirst du heiraten, dann wirst du älter werden, was auch immer. Aber dann erzählt man dir und dann irgendwann löst du dich auf in der Zukunft. Dann bist du weg. Das ist Materialismus. Ja, und dann noch leisten, oder? Das löst sich immer jetzt auf und kommt wieder was Neues. Ja. Und jetzt bleibst du, wie wenn du nicht bereit bist, in irgendeiner Form das Programm im Computer oder gar das Betriebssystem zu verändern. Erst mit einem vollkommen neuen Betriebssystem, mein Haar, mein Beispiel mit dem Haar. Da ist alles drin. Wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, kriegst du für mich ein vollkommen neues, aber ein wirklich vollkommen neues, wo nichts mehr, wo alles, was du jetzt dir an Welt ausdenken kannst mit deinem Programm, ist eine absolute primitive Nichtigkeit.
Das muss ich mir offen lassen für mich, dass ich dich richtig kräftig überraschen kann. Aber zuerst musst du deine Ängste überwinden, dass du in dem Wahn lebst, dass dir was passieren könnte. Dir kann nichts passieren. Und das, was du versuchst, am Leben zu erhalten, das ist die Falle. Das ist das Gefängnis, wo du dich einschließt. Ja. Und da geht es nicht darum, ob du Chemo machen lässt oder nicht. Eben das, Es gell? ist gleichgültig. Es ist Okay. gleichgültig. Es ist die zwei Seiten sind immer gleichzeitig da. Und wenn die gleichzeitig, wenn sie wirklich gleichzeitig da sind, sind sie eigentlich gar nicht da. Hast du eigentlich die ganze Zeit, während du aufmerksam zugehört hast, geatmet? Und da musst du dir eingestehen, wenn du mich jetzt nicht anlügst, deine Logik sagt natürlich selbstverständlich. Ich sage, das ist eine Lüge. Deine Logik lügt dich an ohne Ende. Wenn du das beschwörst, schwörst du an Meinheit. Und wenn du schwörst, dass da außen Coronaviren gibt, schwörst du an Meinheit. Und wenn du glaubst, dass da außen eine Erdkugel ist und eine Sonne ist, wo war jetzt die ganze Zeit die Sonne und die Planeten? Dann schwörst du an Meinheit. Und ich habe zigfach betont, du wirst leiden bis in alle Ewigkeit, solange du Meinheit schwörst. Das ist die Sünde. Das ist die eigentliche Sünde. Und du darfst dir alles denken. Aber dir bewusst machen, dass es deshalb ist, weil du es jetzt denkst. Und es ist dann auch gut oder richtig oder verkehrt. Es wird für dich so sein, wie du es denkst. Das ist alles okay. Das ist gleichgültig. Es ist wurscht. Was aber nicht gleichgültig ist, wenn du dir jetzt was denkst und du meinst, du hast damit nichts zu tun und was du jetzt denkst, dass du dir einredest, das war schon, bevor du es gedacht hast oder es ist auch dann da außen, es existiert noch, wenn du es nicht mehr denkst. Das ist die Falle. So einfach, ne? So einfach kann es ja nicht sein. Es ist so einfach. Es ist so einfach wie ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Für den, der es kennt. Ich glaube, du erinnerst dich jetzt ganz langsam. Da war doch irgendwas. War da irgendwas? Es zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht. Merkst du, wie tief das Ganze ist? Ich vergesse nie was. Das ist, ich mache es euch doch so leicht, du machst es dir doch schwer. Ja, Klar, das ist ja schon mal eine Erkenntnis. Lernes Lachen. Und auch mit der Gewissheit, du verlierst nie was, du kriegst es zurück, wenn du es nochmal denkst. Versuche nicht, Sachen am Leben zu halten. genau, also das mit dem, ich gebe dir mein Leben, oder das war für mich echt so, ja, das möchte ich ja, ich möchte mein Leben geben, oder? Aber eben, das sind auch alles wieder so. Alles wascht. Ist Alles. alles wascht. Es passiert, wie es passieren soll. Aber du hast doch ein gewisses Quäntchen, diese Freiheit nehmen sie dir. Du hättest die Freiheit, dich über was nicht aufzuregen. Aber dann musst du dich freimachen von deiner zwanghaften Logik. Weißt du, ich habe so simple Beispiele, die du, ich sage immer wieder, 20, 25 Jahre jetzt in deiner chronologisch unbewussten Form zu denken, wiederholen musst, bis dir dann nach vielen, vielen Jahren bewusst wird, das hat er damit eigentlich gemeint. Ein Film, den du dir anschaust, es gibt keinen guten und keinen schlechten Film. Setze für das Wort Film Leben. Es gibt kein gutes und kein schlechtes Leben. Es gibt seichte Leben und sehr lehrreiche Leben. Und ob ein Film gut oder schlecht ist, das definiert nicht der Film selber. Der läuft ganz einfach. Genauso ist es, dein Leben läuft in dir ab. Es spielt sich in dir ab. Ob du das gut oder schlecht empfindest, hängt von dem Wertesystem ab, das du zu durchschauen hast. Und wenn du jetzt ein schlechtes Leben hast, ein angstvolles Leben, du hättest als Zuschauer die Freiheit, das anders zu bewerten. Da schaust du dir Life of Brian an. Ist jetzt das ein Kitsch oder ist es ein gutes oder ein schlechter Film? Ich bringe dir Leute, die sagen, das ist Blasphemie und die anderen sagen, der ist übergenial. Was ist jetzt besser, Sonnenschein oder Regen, Krieg oder Frieden? Ich sage, nur Sonnenschein wird alles kaputt gehen. Weißt du, dass ich vor 35 Jahren habe ich ganz klipp und klar darauf hingewiesen, wenn ab morgen der Segen der Menschheit, dass ab morgen keiner mehr krank wird und keiner mehr stirbt, es würde mehr Chaos anrichten auf deiner jetzt ausgedachten Erdkugel. Ich sage immer, wenn du nicht viele Systemparameter mit veränderst, wie jeder Krieg. Es wird alles zusammenbrechen, solange du dich festmachst an diesem absoluten Wahnsinn. Wir setzen auf Wachstum, wir sind Säugetiere. Dieses Vorgaukeln, wir wollen ja nur Menschen retten. Es ist eine Lüge. Ich bin ja Arzt, weil ich Menschen helfen will. Du hilfst Menschen nichts. In deinem Job verlängerst du das Sterben, nicht das Leben.
Das ist das, was man kennen muss. Es ist eine Verwandlung. Und ich habe früher schon mal gesagt, wenn ein Kind mit 10 oder 12 Jahren stirbt, das ist wie ein Hochbegabter, der Klasse überspringen darf. Dem bleibt die ganze Scheiße, wo du die letzten Jahre erlebt hast, erspart. Den hole ich gleich raus, weil er sagt, der muss das nicht mehr lernen, der ist von vornherein schon cool. Jetzt lassen wir es gut sein. Ja, danke dir Jetzt für weißt du die. so viel wie davor, weil ich jetzt nichts gesagt habe, was du nicht schon zigfach gehört hast. Ja, das stimmt. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Aber es war, ja, stimmt. Das ist so. Du musst es für wahr halten. Ja. Einfach nur, du hast kein Problem. Die Sandra hat ein Problem. Das Problem der Sandra ist aber dein Problem, das Vorgelegte. Ja, genau. Das, wenn ich jetzt weiß, was das Problem heißt, jeder Moment ist ein Problem, jeder Gedanke ist ein Problem. Du Natürlich. legst ihn, du denkst ihn dir doch aus und stellst ihn vor dich hin. Aber der ist doch schon wieder weg mit dem nächsten Gedanken. Die Frage ist, warum wiederholt es sich? Wieso wiederholt sich das? Wie hartnäckig ohne Ende, weil du nicht loslassen kannst. Das muss dir Ja, gleich ja. sichern. Okay. Schwimmen wir eine Danke. Runde, Lieben. Danke, Tschüss. Jenny. Ciao. Ciao, du, danke.